Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Voll in die Presse. Voll in die Presse. Voll, die Presse. Voll, die Presse. Voll, die Presse. Wenn der Rahmen ist, aber das ist zu heiß, dann gibt es so Essstäbchen mit Lüfter. Das ist aber viel geiler. Wie großartig ist das denn? Allein solche Ideen, also das spricht doch dafür auch für die Cannabis-Freigabe. Einfach, dass du mal ordentlich was rauchst und dass du dann solche Sachen entwickelst. Das ist doch großartig. Ja. Ja, wobei andererseits sind die Leute dann vielleicht zu lethargisch, um es dann umzusetzen. Weiß ich, das habe ich noch. Howdy ho, herzlich willkommen zur 99. Episode von Voll in die Presse, ihr Lutscher. So, 99 Episoden und durch welche Zahl kann man 99 teilen? 3. Durch 3 oder durch 4? 3. Genau, deswegen sind wir heute nur zu dritt und haben den Sommer ins Krankenbett geschickt. Also schöne Grüße an Herrn Sommer, ihr habt die anderen Mitstreiter schon gehört. Rollo Ferrari, ja. Und Beef Rogers. Hallöchen. Ist ja gut, dass ich nicht 33 gesagt habe eben. Ging aber auch. Ja, aber da hätten wir noch ein paar Leute von der Straße holen müssen. Da wird der Keller schnell voll. Ja, und damit sei gesagt, wir sind auf der Ponderosa, mein kleiner Themenfilm, den ich extra habe produzieren lassen in den 60ern, damit ich hier jetzt viele Jahre ganz groß rauskomme. Ich ziehe es auch schnell wieder runter. Bevor die GEMA zuschlägt. Und 99 Folgen haben wir gemacht. Wir haben uns, kann man so sagen, in jeder Folge neu erfunden. Und ja, auch hier und da tatsächlich tolle, bahnbrechende Erfindungen vorgestellt. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir heute dieses Thema, was wir gerne sehr weit greifen können, einmal zum Tagesthema machen. Innovationen, Erfindungen und andere Schelmigkeiten der modernen Welt von früher und von heute. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu für Presseartikel mitgebracht habt. Und ich würde sagen, da fangen wir doch gleich mal an zum Teasern. Was könnten Innovationen sein? Und ich werde dann als kleine Überleitung nochmal eine Innovation auch direkt hier nochmal ins Gespräch bringen, aber Beef. Also ich habe im Prinzip, also 3 Artikel, vielleicht noch einen vierten, müsste man dann sehen. Bei dem einen ist man schneller unterwegs, bei dem anderen sieht man besser und beim dritten ist man schöner krank. Sehr schön. Das mit dem schneller unterwegs wäre eigentlich, einer muss ja heute den Quickie noch machen. Können wir uns gleich überlegen, wer hier den Sommer gibt. Da kann ich dienen mit einem ganz witzigen Vehikel, das ja auch durchaus eine Innovation darstellt. Die ist leider schnell ausgestorben. Aber ich werde es euch vorstellen. Außerdem werde ich noch so ein paar Top-10-Listen präsentieren. Ah, ich habe auch eine Top-10-Liste. Es könnte sein, dass ich die überschneide. Das sind ja schon Top 30. Nee, 20 eigentlich. Also wenn du 2 hast, sind es natürlich 30. Aber auch das lässt sich durch 3 teilen, im Übrigen für die Mathematiker. Nein, ich habe eine Liste von Dingen. Und ja, das geht natürlich wieder an die Adresse auch von unserem Freund Hank Frank. Von Dingen, die im Film mal schon da waren und heute Wirklichkeit sind. Also ein Klassiker. Jeder erinnert sich an das Tablet aus Star Trek und diese Dinge, das ist ganz interessant. Und dann wieder einen kleinen Kultur- und Reisetipp. In Schweden steht ein Museum der missratenen Erfindungen, die einfach in die Hose gegangen sind. Also, das habe ich leider selber noch nicht gesehen, sondern nur aus dem Spiegel. Aber es ist sehr, sehr unterhaltsam, was da alles für ein Scheiß erfunden wurde, der halt nie die Serienreife. Ich bin gespannt. Ich sehe hier 3 Flaschen und wir haben auch noch Bier dabei. Ja, das ist Na dann, mach doch mal eine auf. Ja. Und während ihr hier aufmacht, ich habe ja gerade gesagt, Innovation, die Innovation dieser Tage, das ist, wird auch in dieser Top-10-Liste erwähnt, ist ja AI. Und wie ihr wisst, bin ich ja momentan im AI-Fieber. Im AI-Musikfieber. Und ich kann es euch nicht ersparen. Ich habe den ganzen Nachmittag wieder im Tonstudio gestanden und mit meiner AI ein Lied komponiert, was ich euch jetzt kurz zur 99. Wuhu! Wow! Zur 99. Wir brauchen einen Videopodcast. Definitiv. Der Beef und der Schaum, das ist irgendwie eine symbiotische Beziehung. Also, was wollte ich sagen? 99 Folgen habe ich zum Anlass genommen, ein bisschen zu texten.
und das Ganze, da ich selber nicht so gut singen kann, von der AI für euch vorsingen zu lassen. Und hört mal genau hin, ihr kommt auch darin vor. 99 Mal voll in die Presse. Hört mal hin, da spricht ein Hesse. Die verzählt uns gern im Übermaß, was er in der Süddeutschen Zeitung las. Lasse in der Süddeutschen Zeitung las. 99 launige Episoden und manchen juristischen Monologen. Samer labert drum und wir schreien. Hoffentlich ist das bei Quickie Time. Sanatorium und Ponderosa. Unser Podcast ist wie ein Bulldozer. Wie Fohle und mit dem Lanzerboss. Wer uns mag, bekommt einen Kuss. Und noch viel mehr. Voll in die Presse, einfach spektakulär. Ben erzählt euch viele Anekdoten und hofft insgeheim auf gute Quoten. Ja, dabei belassen wir es mal. Also ich bin, wie gesagt, im Innovationsmodus. Erfinde mich jede Woche hier neu, nur für diesen Podcast. Also ich glaube, ein großer Songtexter wird aus mir wahrscheinlich auch nicht mehr, aber es macht einfach total Spaß. Du denkst dir da so einen Scheiß aus und die AI singt es dir in allen verschiedenen Stilrichtungen. Das sollte so ein bisschen 80er Jahre, Darkwave, was immer, so neue deutsche Welle sein. Das kennt er leider in der Form nicht. Die Verknüpfung von Ponderosa und Bulldozer, das hat mich voll abgeholt. Also das ist ganz ehrlich, da hat es mich. Ja, du weißt ja nicht, das Problem ist ja, du hast eine Melodie im Kopf, aber du kannst das der AI nicht vorsingen. Soweit ist das noch nicht. Ne? Also ich hatte natürlich so den Text eigentlich von 99 Luftballons am Anfang im Text. Und dann habe ich gedacht, das heißt im Übrigen, das Lied, wer das mal googeln möchte, 99 Quatschballons, wird groß rauskommen auch wieder, wenn ich die Zeit finde und die Rechte. Und dann, ja, gibst du das da rein und dann kommt halt irgendwas raus, was die AI dann so will. Ne, das ist so ein bisschen der Anfang vom Ende eigentlich. Ne? Du denkst so als Mensch, ne, du hast die ganze Kontrolle, hast du aber nicht. Weil ja, du musst nehmen, was das Ding ausspuckt. Du musst einfach, gib der Sache noch ein paar Jahre Zeit. Ja, früher, die ersten Autofahrer mussten auch ihr Benzin in der Apotheke kaufen. Das muss sich einfach alles noch entwickeln. Ups, die ersten Autofahrer mussten ihr Benzin in der Apotheke kaufen. Ja, natürlich, das nicht an der Tankstelle. Genau, und idealerweise haben sie es nicht mit der Coca-Cola verwechselt, die ist früher auch, die hat ja auch eine Apotheke erfunden. Ja, ja, ja. Und dann schmeckt es ein bisschen fad, wenn statt Cola. Ja, gut. Nennt sich dein Diesel. Oh. Ja, mein Gott. Ich würde sagen, es wird Zeit für den ersten Schluck. Ja, ich habe den schon genommen. Der schmeckt richtig gut. Was ist denn das jetzt? Verehrtes Publikum, mal. Es sinkt für Sie das Niveau. Nein, das ist ein belgisches Bier, steht dann auf Bierforte, also Strong Beer, Bière de Buist. Ich kenne es auch noch nicht, ist tatsächlich sehr stilvoll in einer 0,75 Liter Flasche mit Korken. Wir hörten es, ja. Wie gesagt, ich kenne es selber auch noch nicht, also es ist auch für mich was Neues. Was Neues, ja. Eine Innovation heute. Aber hier. Ja. Demnächst. Ich lobe aus einen besonderen Preis für den oder die Ersthörerin, die uns ein KI-gebrautes Bier schickt. Kannst du so? Ja, wer weiß. Wer weiß. Hopfennote also drehen. So, also in diesem Sinne. Prost. Prost. Weißt du, was geil ist? Heute gibt es kein Gluck, 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 Gluck Wassergeräusch hier. Ja. Ob es fehlt, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist nicht da. Ja. Beef ganz böse. Ja. Du hast damit angefangen. Ja. So, ich habe jetzt schon wieder hier mich völlig verausgabt, vor allem gesangstechnisch. Deswegen würde ich vorschlagen, ihr erzählt doch einfach mal so ein bisschen was. Beef. Ich kann ja mal anfangen. Es ist... ich fange mal in Südkorea an.
da finde ich ganz spannend, also das ist jetzt, also ich fange mal mittendrin an, da ist jetzt eine U-Bahn gebaut worden, eine neue, und zwar eine, nennt sich Super-U-Bahn. Super in dem Sinne, dass sie halt sehr schnell ist. Und da ist der erste Streckenabschnitt jetzt auch freigegeben worden von einem Vorort von Seoul nach Seoul selbst. Hier fand ich eigentlich ganz spannend. Ersetzt den bisherigen Busverkehr. Und hier fand ich ganz spannend, warum sie die gebaut haben. Also auch wie die Begründung wurde. Also das hat immerhin jetzt, also das Gesamtprojekt ist auch mit 92 Milliarden Euro prognostiziert. Also schon auch irgendwie eine größere Sache. Jetzt hast du aber auf das Super schon hingeteasert, weil ich meine, Sherlock Holmes ist ja schon U-Bahn gefahren. Ja, genau. Da muss es doch jetzt irgendwas geben. Also für mich ist die Innovation eher von der anderen Seite zu sehen, also warum sie die gebaut haben. Also was der Hintergedanke da ist. Das finde ich ziemlich geil, weil sie auch ein eher, wie soll ich sagen, gesellschaftliches Problem damit angehen wollen. Hat der irgendeinen Ansatz oder eine Idee? Ja. Könnt ihr euch irgendwas vorstellen, was der Grund dafür ist? Also was diese U-Bahn, ich sagte ja, sie ist sehr schnell, also sie ist tatsächlich sehr, sehr schnell und für auch für U-Bahnen jetzt soll im Endausbau dann bis zu 180 km/h fahren und das ist für eine U-Bahn wirklich schnell übrigens ja, und es soll zum Beispiel, also das ist jetzt der erste Streckenabschnitt, der eingeweiht ist von dem Seouler Stadtteil Suseo in zur Satellitenstadt Dongtan. Und da wird die Fahrzeit von 80 auf 19 Minuten verkürzt. Wer pro schneller Richtung. Fährt, ist früher da. Genau, ist früher da, also sprich jetzt in der Stadt und? Ja, hat mehr Zeit für andere schöne Dinge. Ja, sehr gut, das geht schon mal in die richtige Richtung. Also die Idee, die Begründung ist tatsächlich, die wollen damit die Geburtenrate erhöhen. Was? Also die wollen tatsächlich jetzt einfach, das ist tatsächlich auch der Ansatz, dass also quasi, das ist auch die Überschrift, deswegen habe ich die vorgelesen, die neue Super-U-Bahn soll die U-Bahn soll die Geburtenrate in Südkorea steigern. Haben die dann besonders großen Triebwagen drin? Oder ja, was? Triebwagen ist ein schönes Wort, Trauma. Ich habe darauf gewartet. War es noch in meiner engeren Auswahl, wer das sagt, Ben. Das sogenannte Speed-Dating. Oh. Genau, das ist tatsächlich so Tinder-Train. Ne? Also ich habe tatsächlich das einige, aber da könnte es auch ja? zu Verkehrschaos kommen. Das stimmt, ich hatte tatsächlich einige meiner intimsten Kontakte in überfüllten U-Bahnen. Gewollt oder ungewollt? Ja, gut. Ja, ne? Das, also es ist tatsächlich... also man traut mir das überhaupt nicht zu, aber selbst ich bin ja schon mit der KVB ins Stadion gefahren also als Kind, aber seitdem nicht mehr. Ja. Also wegen der KVB jetzt. Nein, ganz im Ernst. Also es ist tatsächlich so, dass also selbst das Staatsoberhaupt hat jetzt, sie haben es ein bisschen freundlich formuliert, morgens und abends mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, beziehungsweise, dass sie mehr Zeit haben, Familien zu gründen. Das ist, glaube ich, der Ansatz. Also das, dann könnte man, das ist wirklich der Grund. Also das heißt, man soll dann einfach einerseits entweder schon mit in Anführungsstrichen, Kindern, die schon auf der Welt sind, sich mehr auseinandersetzen, mehr Zeit verbringen oder aber überhaupt erstmal mehr Zeit haben, welche zu zeugen. Also vor der Fahrt ins Büro nochmal ein Tunnel. Also, genau, das ist, ja. Ich finde, das ist echt eine Innovation, um das Thema Bevölkerungswachstum nochmal anzugehen. Also das ist mal so ein ganz anderer Ansatz. Deswegen fand ich es eigentlich wirklich eine ganz schöne Idee. Aber schon um die Ecke gedacht. Ist schon um die Ecke gedacht und es ist auch, ja, wie gesagt, nicht ganz günstig, also muss man auch sagen. Ne? Also so eben mal 92 Milliarden ist ja nur schon auch ein Wort irgendwie. Andererseits auf lange Sicht irgendwie, wenn du hier so die Konzepte siehst, dann denkst du, oh, vielleicht mal ein verwegener Ansatz, aber warum nicht? Also, weil es ist ihnen aufgefallen, dass gerade um die Metropolregion die landesweit niedrigste Geburtenrate ist und das soll tatsächlich dann helfen, dass da das Thema angegangen werden kann. Genau. Ich bin ja jetzt kein ganz großer Dichter, aber irgendwie meine Idee war noch, schnelle Bahnen über Gleise rattern, damit zu Hause viele knattern. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Du beschwerst dich über ein Poem. Ponderosa Bulldozer. Ja. Also das hättest du besser an die KI abgetreten, würde ich sagen. Ja, also, ja gut, Niveau ist woanders. Wer im Glashaus sitzt. Ja. Unglaublich. Mit der richtigen Betonung wäre das ein Smash-Hit. Ja, das kann man Beef Hole und Ponderosa.
So ein Ballermann-Hit könntest du das machen. Dieser Podcast ist wie ein Bulldozer. Also ich finde, mir gibt die KI immer Ohrwürmer. Das ist echt das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Das macht aber voll Spaß. Nee, cool. Das ist jetzt eine aktuelle Sache, oder war das ist ziemlich aktuell. Nee, das ist tatsächlich jetzt, war eben jetzt im Spiegel, aber am 29.03. Also jetzt tatsächlich noch ziemlich frisch. Ja. Mhm. Ja. Ja, jetzt gucken alle Augen auf mich. Das ist gut. Denn wo erfunden wird, spielt auch der Zufall eine große Rolle. Und bevor ich jetzt hier ganze Top-10-Listen vorlese, picke ich euch mal hier die Rosinen raus. Und was, glaube ich, bekannt ist, ist, dass das Post-it, also das Zettelchen, mehr oder weniger eine Zufallserfindung war. Also da ging es eigentlich, also die eigentliche Erfindung war tatsächlich der Klebstoff, der eben nicht mehr haftet und nie wieder abgeht, sondern sich eben auch gut wieder von Papier entfernen lässt. Ah, und, dann hat quasi einer weitergedacht, oder genau. Was? Hat gesagt, ach, könnte man ja eigentlich auch. Ja, hat man sich gedacht. Und dann wusste man nicht so recht, was machen wir mit dem Klebstoff jetzt? War das, ganz kurz, war das jetzt ein Klebstoff, der absichtlich nicht so gut klebte oder leider nicht so funktioniert hat, wie ursprünglich geplant? Na, der wurde 1968 für 3M entwickelt, um eben sich rückstandslos von Papier wieder entfernen zu lassen. Und dann stellte sich die Frage, was machen wir jetzt damit? Sprich, man musste irgendeine Anwendung finden, wo man auf andere Dinge draufklebt. Und tatsächlich, der Kollege des Erfinders hat dann Lesezeichen für die Liederbücher im Kirchenchor gesucht, damit die ihm nicht immer rausflutschen. Und da ist wohl dann so die Legende, die Erfindung Post-it geboren. Und seitdem werden wir alle damit behelligt. Aber die eigentlichen Knaller sind doch hier, die sind nämlich weiter ganz unauffällig in der Mitte zu finden. Wie die Mikrowelle erfunden wurde, wisst ihr? Ich gucke erwartungsvoll in die Runde. Nein. Von einem Ingenieur, der im Radarbetrieb arbeitete und eines Tages sich mal in der Nähe eines Radargeräts wiederfand und ihm dabei in der Tasche ein Schokoriegel geschmolzen ist. Und wir hoffen für den guten Mann, dass da nicht noch mehr Schmolz über den Jordan gegangen ist. Und tatsächlich, nach einiger Experimentiererei, war das dann die Geburtsstunde der Mikrowelle. Und die gibt es tatsächlich jetzt nicht mehr für die Hosentasche. Insofern, ja, und wir bleiben... Also was ist der Tenor von dem Artikel, ist sozusagen so Beifang-Innovation. Also ja, Beifang, Dinge, also Zufallserfindung. Du machst irgendwas. Also erfinden ist ja selten zielgerichtet, weil man geht ja nicht hin und sagt, ich erfinde jetzt die Dampfmaschine, unterstelle ich jetzt mal, sondern man probiert halt rum. Und bei Viagra zum Beispiel, das wäre mein weiteres Beispiel, da ging es nämlich eigentlich um Hilfe gegen Bluthochdruck, und zwar auch für weibliche Patientinnen, und das klappte aber nicht und es funktionierte nicht. Und jetzt könnt ihr euch das mal bildlich vorstellen. Man stellte aber fest, dass tatsächlich bei den Testgruppen ein Teil der Herren tatsächlich es leichter hochbekamen, und Viagra war geboren. Und es steht hier leider nicht, aber ich frage mich schon, wer das wie rausgefunden hat bei den Testreihen. Aber der Erfolg war durchschlagend, und ich wage zu behaupten, dass man mit diesem Erzeugnis tatsächlich noch deutlich viel mehr Geld verdienen kann. Ja, bestimmt. Als mit der Bluthochdruckgeschichte. Das ist ja eher so ein Wald- und Wiesen-Medikament. Ja. Da gibt es ja wahrscheinlich auch schon ein paar. Ne? Ja. Dann kann man sich, Ja. Ich kann jetzt noch weiter erzählen. Ja, aber hau mal raus. Also ich bin ja ganz. Klassiker ist Penicillin. Ja, war ja, als Antibiotikum. Wurde nämlich auch letztendlich erfunden, weil der Erfinder Alexander Fleming, das war 1928 schon, einfach das Laborfenster offen gelassen hatte vom Urlaub. Ne, wer kennt es nicht? Man fährt in Urlaub, wenigstens war der Herd nicht an. Und über die Zeit flogen dann Pilzsporen herein. Und die machten seinen Eitererregern, die er auf Versuchsplatten da noch rumliegen hatte, die machten die Eitererreger kalt. Und dann hat er sich das offenbar nach Rückkehr aus dem Urlaub angeschaut. Dann war der erste Schritt schon getan. Was ja auch dafür spricht, dass man mal ab und zu Urlaub macht. Also das ist richtig, ja offensichtlich eine ganz wichtige Geschichte. Ja, und
offen für Neues sein muss. Ja. Gut, dass er das Radar nicht angelassen hat, sonst hätte er vielleicht versehentlich noch was Schlimmeres erfunden. Und kein Post-it draufgelegt. Ja, mit Penicillin habe ich ehrlich gesagt so ein eher negatives Verhältnis, weil ich mit 15 oder so hatte ich mal schon Knieprobleme und dann bin ich zum Orthopäden gegangen und das war so ein Verrückter, der hat dann irgendwie erzählt, ich hätte irgendwie so eine ganz seltene Krankheit und ich bräuchte, wenn ich jetzt nicht die Behandlung mache, bräuchte ich irgendwie eine Schweineherzklappe demnächst und der hat da den völligen Scheiß erzählt. Fürs Knie? Ja, weil das Knie sei nur so ein, ne, so ein, ja. Ein, Schweineherz. Nee, das sei im Endeffekt nur eine Auswirkung dieser Krankheit. Und dann habe ich wirklich, weil ich habe das alles alleine gemacht, ohne meine Eltern. Ich war schon früh selbstständig und bin da immer dann hin und habe mich dann mit Penicillin ein halbes Jahr voll gestopft und war irgendwann nur noch kreidebleich und habe mich morgens nur noch übergeben von dem Zeug. Dann haben meine Eltern mal gemerkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann haben wir das auch sofort abgebrochen, anderen Arzt und so. Aber da war der Bader und Scherenschleifer schon wieder weg, oder was? Der war ein niedergelassener Arzt hier in Beul. Also, okay. Aber der hat wirklich so, das war so ein Schlechter, also ein Orthopäde. Aber da sind mehrere Jungs bei uns, ich habe ja Fußball gespielt und haben ja auch, wir haben ja dann so dreimal die Woche trainiert, Wochenende Spiel. Das war dann wahrscheinlich für mich mit 15 einfach zu viel. Ne? Auf einmal so im Wachstum. Das war nämlich die Diagnose von dem anderen. Und der hat auch meinen Mannschaftskameraden, dem einen hat er gesagt, er müsste ihm die Kniescheibe spalten. So irgendwie sowas. Also so ein kompletter Irrer war das. Okay. Aber der ist dann auch irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Naja. Aber deswegen, immer wenn ich Penicillin höre, das war ja damals für die Menschheit ein Riesensegen. Definitiv. Aber für mich ist es ein Fluch. Tja. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr darauf reagieren, vermute ich mal, wenn ich es mal brauche. Aber ich habe mich da so voll gepumpt als Jugendlicher mit dem Zeug. Da war sicherlich auch nicht gesund. Notfalls nimmst du, wenn Penicillin nicht wirkt, nimmst du Viagra. Ja, gut. Ja. Das ist, ja. Ich finde so auch Spaß dabei. Ja, genau. Oder stellst dich halt vors Radar. Ja. So eine kleine Flughafen-Rundtour. Vielleicht nimmst du danach auch nochmal Viagra. Also das nach dem Radar. Nach dem Radar. Aber tatsächlich, es gibt ja im Internet das eine oder andere YouTube-Video von Leuten, denen man erzählt hat, sie könnten ihr iPhone in 30 Sekunden auch in der Mikrowelle laden. Nein, im Ernst? Ja, was machen die? Das, weiß ich nicht. Ob viele wahrscheinlich nicht, aber die, die es probiert haben, waren hinterher umso enttäuschter. Ich glaube, steht jeden Tag irgendwo ein Depp auf. Also das ist tatsächlich so. Fürchte, das ist ja, das so. Ist halt die Frage, ne? Also wo Licht ist, da ist auch Schatten. Das muss ja nicht direkt das Knie sein, dass man sich da beschädigt, sondern ja, es kann halt auch mal nach hinten losgehen mit der Erfindung. Ich habe jetzt hier keine Knallerbeispiele für die spektakulärsten Laborexplosionen, aber man weiß halt nie so genau, was man erwarten soll. Ja, ich habe jetzt ja gleich noch hier ein paar Beispiele für gescheiterte Erfindung. Ist so eine traumhafte Überleitung. Ja, also sowas von an und für sich. Denn ich kann ja einfach mal mit der Frage dieses Artikels auch einsteigen. Auch Spiegel, Beef, ich nehme ein Beispiel an dir. Ja, sehr gut. Wer will schon grünen Ketchup? Wollt ihr grünen Ketchup? Ich esse jetzt eh keinen Ketchup, insofern bin ich eh aus der Runde mal raus. Ja, tut mir also leid. Der kleine Bruder von meiner Gattin, der aß tatsächlich als Kind vorzugsweise den grünen Ketchup und auch den lila Ketchup, aber gemischt. Und diese Schlacke hat er sich dann reingezogen. Kinder halt, ne? Ja, es gibt ja grüne Tomaten und wie wir Cineasten wissen. Und es gibt einen Typen zum Thema Innovation, Samuel West, ein Schwede, der ist eigentlich Innovationsforscher und hat dann halt über Innovationen geforscht und hier in dem Spiegel wird er halt, Artikel wird er interviewt und er hat dann darüber geforscht und hat dann irgendwie gedacht, das ist irgendwie verdammt langweilig, hat sich 8 Jahre lang mit Innovationen beschäftigt, immer diese ganzen Erfolgsstories zu lesen von den erfolgreichen Innovationen, weil tatsächlich nach seiner Aussage gehen 80-90% aller unternehmerischen Projekte baden. Also da wird nichts draus. Ne? Also du musst wirklich sehr viel Try and Error machen, um den großen Durchbruch zu machen. Und das fand er dann irgendwie spannender und die hat er dann sich angeguckt und hat in Helsingborg, wer es mal besuchen möchte, das
Museum des Scheiterns aufgemacht. Klingt schon mal geil. Das ist wirklich geil. Und ich werde natürlich jetzt nicht alles, was da drin ist, hier vertonen, aber so ein paar Highlights sind da drin, die ich gar nicht kannte, ehrlich gesagt, dass nämlich namhafte Hersteller das gemacht haben. Zum Beispiel, ich gehe mal ein bisschen runter, Coca-Cola. Wusstet ihr, dass Coca-Cola mal eine Coke 2 erfunden hat? Coke 2. Nee. Also die haben einfach ihr Rezept verändert und haben dann Coke römisch 2. Ich müsste das mal hier zeigen. Hier ist auch die Dose, also der Artikel verlinken wir. Haben einen Coke 2 auf den Markt gebracht. Keine Sau wollte die haben. Die wollten halt alle das Original-Cola-Rezept, was man früher in der Apotheke kaufen musste, wie wir erfahren haben. Und es gibt auch ein Coke Black. Das haben die auch mal gemacht. Es hat auch nicht lange sich gehalten. Aber die Brühe ist doch schon verhältnismäßig dunkel. Ja, aber Coke Black haben sie 2006, da haben sie Kaffee reingemacht. Kaffee mit Cola. Also man kennt ja, keine Ahnung, Cola Korn, aber Cola Kaffee gab es halt noch nicht. Muss man mögen. Hat es aber auch nicht zum großen Hit gebracht. Wer in dieser Liste auch auftaucht, ist Donald Trump. Also der ist wohl in dem Museum mit ganz viel vertreten, weil der überall seinen Namen draufhaut, was nicht bei 5 auf den Bäumen ist. Unter anderem einer alternativen Variante von Monopoly. Das ist sein Konterfei drauf, ein bisschen jünger. I'm back and you're fired, Trump, the game. Ist aber auch nicht erfolgreich gewesen, war ein ziemlicher Rohrkrepierer. Und hier ist eben auch The Green Sauce von Heinz, grüner Ketchup. Das ist da im Übrigen im Bild, ja. Der Kurator. Das weiß nicht, ob man das heute noch kaufen kann, aber es war jedenfalls nicht besonders beliebt. Also ich glaube, Heinz hat es auch wieder vom Markt genommen. Was ich besonders interessant fand, und das finde ich schon vom Namen eklig, also ne, sorry, vom Namen, da steht jetzt Beef drauf, das ist, darf ich so nicht sagen. Beef-Lasagne. Von welchen Herstellern würdet ihr eine Beef-Lasagne kaufen? Also wahrscheinlich von irgendwelchen, die das auch sonst so machen. Oder anders gefragt, würdet ihr, ich weiß nicht, wie die auf so eine Scheiße kommen, würdet ihr von einem Zahnpasta-Hersteller eine Beef-Lasagne, eine Tiefkühl-Lasagne kaufen? Also, Mensch, das sieht ja aus wie ein Fake, als ob der Prollo das Colgate eine Beef-Lasagne rausgebracht hat. Das war jetzt keine Zahnpasta, also das ist jetzt eine Zahnpasta mit Lasagne-Geschmack oder so. Das ist eine Lasagne. Okay. Also du denkst an Zähneputzen, aber sollst du das in die Mikrowelle oder sonst wo hinstecken und dann eine Fleischlasagne da halt genießen. Ja, wollte keiner haben. Also das ist ja alle, vor allem die haben das gleiche Logo, also für die Hörenden da draußen, das ist, sieht aus wie eine Zahnpasta-Packung mit Lasagne-Bild drunter. Museum of Failure sehe ich hier gerade, ist auch der Titel. Oder dann, auch das ist sehr geil, Freitag der 13. lässt grüßen, irgendein Hersteller hat über Telemarketing mal diese Maske vertrieben. Das sieht aus wie heißt der, Michael Myers? Ja, mit Walkman-Anschluss. Ja, genau. Das ist irgendwie so eine Maske, die deine Gesichtsmuskeln stimuliert und dann sollst du halt länger jung aussehen. Die kriegst du kleine Elektroschocks in die Fresse und dann. So sieht er ja halt aus, würde ich sagen. Das sieht total. Also so sieht es halt aus wie ein Horrortyp mit Walkman dran, aber. Nee, wollt auch keiner haben. Ich guck mal, genau, das letzte ist jetzt, das Grüße gehen raus an keinen Friseur. Ich hoffe, der hört das, sonst müssen wir ihn unbedingt da irgendwie drauf aufmerksam machen. Was sich auch nicht durchgesetzt hat, sind die doppelten Drumsticks. Das sieht auch aus wie ein Scherz. Ein gespaltener Drumstick, also ein Drumstick unten und der teilt sich in zwei Nüpsel, die da vorne dran sind, damit du dann quasi mehr Volumen beim Trommeln erzeugen kannst. Das, geile Sache. Mir kommt doch so eine Scheiße. Also ich meine gerade, okay. Na gut. Ja, da ist vielleicht dieses hier noch für den Prollo, weil der würde sich das wahrscheinlich kaufen. Diese Tasse hier mit schwarzem Humor hat sich leider auch nicht durchgesetzt. Da ist ein Bild drauf, der sinkenden Titanic und den Slogan Ship Happens. Oh, das ist doch meine Tasse. Hast du die? Nee, aber ich könnte es mir vorstellen. Die könnte ich mir bei dir auch vorstellen. Oh, das finde ich ja ganz witzig. Also gut, weil jetzt natürlich jede Tasse, die irgendwie Rohrkrepierer war, da gibt es natürlich wahrscheinlich schon gefühlte Hunderttausende. Also insofern, aber. Ja, also die breite Masse fand es irgendwie geschmacklos. Also sind hier in diesem Artikel sind noch ganz viele andere Sachen verbildert, auch mit einer Bildergalerie.
viel Tech-Zeug, zum Beispiel ein Amazon Fire Phone, was irgendwie auch keiner haben wollte und derlei Dinge. Aber ich finde dieses Museum geil. Also, dass immer wieder so Leute gibt, die so Dinge irgendwie zusammenfassen zu einem Thema und dann ein Museum draus machen. Das ist ja irgendwo in sich auch eine Innovation, das dann mal so zu bündeln, dieses Wissen zu bestimmten Themen. Auf jeden Fall. Gab es denn da noch eine Begründung, warum Colgate da meinte, sie müsste Lasagne machen? Also war die Idee dahinter einfach, dass sie den Konzern breiter aufstellen wollen? Oder aber, ich weiß jetzt gar nicht, gehören die zu irgendeinem Konzern, die dann einfach meinten, sie könnten den Markennamen da in erst Lasagne, dann Zähne putzen, Colgate für alles? Also die dazu noch mutmaßen, hier selber nur und sagen, erst Lasagne essen, dann Zähne putzen. Mhm. Ob Colgate ein Rundumpaket für den ganz späten Heißhunger vorschwebte, ist nicht überliefert. War jetzt keine, in der Lasagne-Packung war dann auch keine Zahnpasta mit Bürste und noch eine Rolle Toilettenpapier dabei? Nee. Weil dann wäre es ein Rundumpaket, ne? Also. Nee, das ist, die haben das in den 80ern rausgebracht und dieses Ding ist auch tatsächlich, also die sind da wohl auch nicht besonders stolz drauf, weil die dem das nicht gestattet haben, diese Originalpackung da zu zeigen. Okay. Also das ist so, das haben die wohl mal probiert und dann festgestellt, naja, wir bleiben, glaube ich, bei Zahnpasta. Besser ist das. Ich glaube, besser so, ja. Ja. Aber wieso, vielleicht wäre was, Zahnpasta mit Lasagne-Geschmack, also gibt es vielleicht auch Beef-Lasagne mit Minzgeschmack. Oder so, das muss man auch mögen. Ja, also was sich hier auch lohnt, ist halt das Interview, das will ich jetzt hier nicht, nicht komplett vortragen, aber da erzählt er halt so ein bisschen, nicht zu den einzelnen Sachen, aber zu den Beweggründen und zieht dann auch so ein paar Vergleiche zu Besonderheiten. Also zum Beispiel Samsung, die haben ja da irgendwie einen tollen Akku in ihrem Galaxy 7 gehabt, der dann dummerweise immer explodiert ist und so. Also solche Sachen hat er dann da auch aufgeführt. Aber ich meine, so blöd das jetzt ja klingt und da jetzt auch ein bisschen ganz witzig, aber üblicherweise, ich meine, das geht einem ja im Alltag auch so. Also wenn man irgendwas macht oder auch irgendwas neu macht, in der Regel lernt man ja nur aus den Fehlern irgendwie, ne? Also so, das ist so das, wo du was mitnimmst. Also, oder denkst, okay, das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen, ja, aber an und für sich ist das ja völlig gut. Normal, ne? Also, Dinge auch einfach zu machen und dann setzen die sich nicht durch und irgendeiner verändert dann vielleicht auch nur eine Nuance oder erzählt eine andere Geschichte da drumrum und auf einmal wird es ein Brecher. Ja, genau. Also das finde ich ja tatsächlich ist letzten Endes so, ne? Also, dass man da irgendwie einfach sich dann doch mehr entwickelt oder mehr dann kommt. Ja, das wenn du nichts erfindest, kommst du halt auch nicht ins Museum. Ja. Das, also, vielleicht ist das ein guter Abschluss für meinen Beitrag hier, weil das genau das wiedergibt, was du gerade gesagt hast, Beef. Die fragen den nämlich hier, welchen Zweck verfolgen sie mit der Ausstellung? Und er sagt, es ist mir ein Anliegen, dass wir überdenken, wie wir gesellschaftlich mit dem Thema Scheitern umgehen. Wir verherrlichen Erfolge und verteufeln Misserfolge. Das ist falsch. Ja. Denn aus dem Scheitern lernt man viel mehr als aus Erfolgen. Diese Haltung zum Thema macht die Menschen risikoscheu. Das ist problematisch, denn als Gesellschaft müssen wir Probleme lösen. Und das setzt ein gewisses Risiko voraus. Also wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, genau. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja wie bei vielen Dingen im Alltag, lernt man es dann ja auch so. Und dann ist es ja eher dann, dass man da den siehst auf irgendeinem beknackten Social-Media-Kanal irgendeinen Spacko, der da irgendwas kocht oder sowas. Und das wird alles in Sekundenschnelle geschnipselt und zubereitet und gebraten und tralala. Und danach sieht es aus wie gemalt. Und dann machst du es selber und denkst, und merkst, der Teufel steckt dann doch im Detail. Und das ist halt ja eben so ein bisschen. Genau, das ist ja auch so ein Social-Media-Thema. Ne? Da sind sie immer alle geleckt und immer alles schön und gut. Und das werden ja nur die schönen Ausschnitte und die, da wo es eben nicht funktioniert, oder die 734 Versuche, die der Spacko da gemacht hat beim Kochen, die sind dann irgendwie nicht abgefilmt worden, beziehungsweise sind dann wieder gelöscht worden. Das ist ja schon irgendwie auch ganz nett. Also was finde ich schon auch, auch wichtig, wie gesagt, dass man da auch einfach mit umgeht. Das gehört halt dazu. Klappt nicht immer alles. Völlig normal. Ja, so ist es. Das war jetzt schon das Wort zum Sonntag? Nee, ne? Also. Nee. Was glaubt ihr denn, hat die Menschheit so an Erfindungen insgesamt am weitesten vorangebracht? Also was waren so die Top-Erfindungen? Das Rad. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das Rad Moment, ist langsam, Knaller, ne? Also. Ich
muss dazu sagen, deswegen könnt ihr auch Feuer. Top 1 gleich bestimmt raten. Das ist zumindest eine kleine Zusammenstellung der von Carla Hayden, heißt die gute Frau. Die war 2017 sozusagen Hauptbibliothekarin der US Library of Congress. Und da ist auf Platz 1 natürlich der Staubsauger. Richtig, der Druckstaubsauger. Nee, Druck ist schon es saugt und bläst der Heinzelmann. Nein, es war natürlich die Druckerpresse. Ach so. Ja. Ich hätte jetzt eher noch so bei ein bisschen, ich war jetzt eher beim Grundsätzlichen, ja. Also das Rad oder die Kontrolle des Feuers irgendwie. Also ja, die tatsächlich, je nachdem, wen man fragt, ja, also was ist eigentlich so die Top-Erfindung? Hier geht es nämlich weiter mit Glühbirne und Flugzeug. Und das sind ja nun Dinge, die ganz schwierig zu vergleichen sind. Ne? Kein Flugzeug ohne Glühbirne. Hm. Aber heute hätten wir auch wahrscheinlich mit Flugzeugen weniger Glühbirnen, weil sie müssten dann mit dem Schiff kommen. Aber genau. Egal. Also, na, führt jetzt zu weit. Ja, also tatsächlich, ursprünglich bin ich auf den Artikel gestoßen, weil ich mich fragte, was sind denn jetzt eigentlich so die wichtigsten Erfindungen und wo fängt man an, wo hört man auf? Ja, also viele Dinge, die erfunden wurden, sind einfach im Wesentlichen noch unbekannt. Ja, also so Dinge wie Computer und Auto, ja, das kennt jeder. Ja, ja. Na gut, es sind oft halt so Alltagsdinge, ne? Da könnte ich mir schon vorstellen. Also ich habe, hast du noch was oder bist du? Nö, das passt. Okay. Also ich will die Liste jetzt nicht zu stark kritisieren, aber hier steht jetzt auf Platz 3 das Flugzeug, auf Platz 6 das Auto und die Impfung ist dazwischen. Ja, deswegen, warum ist die Impfung jetzt hinterm Flugzeug, aber vor dem Auto? Ja, deswegen, ich glaube, mittlerweile wurde einfach schon so viel erfunden, da das sammelt sich halt an, wie so ein Rumpelkeller. Ja? Ja. Ich finde ja bei so manchen Dingen, also so manchmal sind ja so Alltagssachen, die heutzutage so völlig selbstverständlich sind, auch in einer, also Innovation ist ja so klassisch, habt ihr ja auch im Studium gelernt, irgendwie nicht nur die Idee haben oder die Erfindung machen, sondern sie auch irgendwie auf die Piste bringen, so irgendwie marktreif entwickeln, dass die sich am Markt durchsetzt etc. Und ich bin da über einen Artikel gestolpert, die Erfindung der Kontaktlinse. Also das ist ja nur auch, die werden heute von Maschinen Millionen am Tag produziert, so Einweg-Kontaktlinsen. Ich fand das ganz spannend. Das ist ein deutscher Tüftler, der die tatsächlich, habt ihr irgendwie ein Gefühl, wann das gemacht wurde oder wann die ersten Kontaktlinsen so, oder wann der angefangen hat? Hatte ich jetzt nicht gewusst. Also ich, in den 60ern vielleicht? Ja. Ich hätte jetzt gefragt, vor oder nach 1980. Okay. Also vor, und zwar, also der hat 1938 damit angefangen. Also der hat tatsächlich ziemlich früh. Und ich fand halt ganz spannend, also der gute Mann heißt Heinrich Wölk und war Elektriker. Und der hatte einfach eine Idee, weil er quasi im Prinzip, also der hatte selbst eine sehr starke Sehschwäche, okay, also dass er, ich glaube irgendwie 9 oder minus 9 oder minus 10 Dioptrien, das ist ziemliche Glasbausteine und hat dann einfach das Problem, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er das Problem hatte, also sprich in den 30er Jahren, gab es auch noch keine Kunststoffgläser in dem Sinne für Brillen, die es ja deutlich vom Gewicht her reduzieren. Das heißt, er hatte schon echt da ziemlich einen Trümmer auf der Nase. Das fand er ziemlich kacke und da hat er sich immer überlegt, wie das denn geht. Und irgendwie kam er dann drauf und hat dann einfach angefangen. Und das ist halt, sind so Dinge, wo ich so denke, okay, der hat im Prinzip er brauchte Abdrücke von seinem Augapfel und hat dann dünne Wachsplättchen sich aufs Auge gelegt und dann mit einer Wärmelampe davor die schmelzen lassen. Und Wachs verflüssigt sich ab 40 Grad und hat dann quasi das versucht mit seinem eigenen Auge so lange mit der Wärmelampe und hat dann den Kopf in Eiswasser getaucht, um dann das rapid, also unfassbar schnell abkühlen zu lassen. Also der hat sich heißes Wachs in die Augen getaucht. Der hat sich Wachsplättchen in die Augen gelegt, also quasi aufs Auge draufgelegt und hat die dann erhitzt, bis sie schmelzen und hat dann quasi, also hat so Abdrücke erzeugt von seinen Augen. Das muss man auch erstmal wollen. Und weil er brauchte den Abdruck und hat dann sukzessive
da mit ganz feinen Gläsern die ersten Kontaktlinsen erschaffen, aber aus Glas. Und da kann man sich ja auch vorstellen, dass das natürlich ja auch nicht so schön ist. Und die waren auch sehr groß. Also der hatte die auch quasi übers ganze Auge. Und irgendwann hatte er die entscheidende Idee, dass er sagte, nämlich ich mache die viel kleiner und hat dann nur quasi die für diesen kleinen Bereich. Da ist er dann irgendwie durch viele Probieren und viele Fehler und viele Schmerzen selbst auch drauf gekommen, ja, dass er diese Haftschalen weiterentwickelt hat und hat dann halt quasi durch einen Zufall, weil er bei einer, als Elektriker, da sind wir wieder bei dem Thema, als Elektriker bei einer Firma, Kieler Firma für Navigationsinstrumente, und da hat er bei der Herstellung von Kreiselkompassen geholfen und hat da dann, ist er auf Plexiglas gekommen und ist dann erstmal dieses andere Material und hat dann sofort erkannt, okay, dieses Material, das könnte was sein, was dann die Kontaktlinse viel angenehmer zu tragen macht irgendwie und ist dann, hat sich dann eben als heißes Wachs. Als heißes Wachs, beziehungsweise als Glasplatten. Er braucht ja den Abdruck. Ja. Und hat dann Produktionsreste mit nach Hause genommen und hat damit dann angefangen zu experimentieren. Und wie gesagt, hat dann die Linse noch verkleinert. Das war dann noch der wesentliche Punkt. Dann, wie es dann so ist, da musste er dann 1942 wurde er eingezogen, musste dann erst noch an der Ostfront, ist dann aber wiedergekommen, freigestellt worden und hat dann hat dann quasi auch aus diesen Plexiglas-Kontaktlinsen, die dann immer weiterentwickelt und hat dann Ende der 40er Jahre dann tatsächlich in ein Unternehmen auch gegründet, die dann Kontaktlinsen herstellte, die, wie man von dem Prinzip her heute kennt, wobei die heute nochmal durch die, in den 60er Jahren kam ja dann nochmal dieser Weichkunststoff dann auf, und da hat er dann, war er dann auch nochmal dabei, das hat er dann auch noch mitgenommen. Aber das fand ich ganz spannend. Also das ist tatsächlich. Ich finde es auch faszinierend, dass er während dieser ganzen Aktion nicht irgendwie in die Top 10 der lustigsten Tode geraten ist. Ja. Ja, das wollte ich gerade sagen, das mit dem heißen Wachs, das erinnert mich total an so eine Folge von den Simpsons. Da will der Homer unbedingt ein Chili-Wettessen gewinnen. Okay. Und damit das im Hals nicht so scharf ist, trinkt er flüssigen Wachs, weil er dann denkt, das covert dann sozusagen seine sensible Schleimhaut. Und dann so, Apropos Homer, da wäre ja noch der hier. I can't take this much longer. I gotta have a beer. Are you ready? Also ich glaube, wir haben hier noch einige Fläschchen auf dem Tisch. Und, ja, können wir gerne machen. Ich möchte nur ganz kurz noch zum Abschluss. Also ich fand das eine total spannende Geschichte irgendwie, wie dann jemand auch wirklich mit, ganz ehrlich, mit Augen, wenn du mit den eigenen Augen hast, halt auch nur eine überschaubare Menge an Fehlversuchen irgendwie, ne? Also das ist ja dann schon blöd, wenn du irgendwie. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, da ist es ja wieder. Da sind wir wieder, ne? Genau. Und der hat halt auch viele Fehlversuche gehabt. Das heißt, auch da ist die Grundidee war da. Aber der hat dann auch Jahre und Jahre gebraucht, um dann überhaupt die entscheidenden Anpassungen vorzunehmen, auf die er nicht vom Anfang an gekommen ist. Also das ist ja auch eben Idee haben, entwickeln, und immer weitermachen und immer verbessern und immer gucken, wie kann ich es an. Das finde ich das Faszinierende an der Geschichte. Und da macht man sich heute keine Gedanken. Also wie gesagt, heute werden Kontaktlinsen wirklich maschinell millionenfach gefertigt. Von einer Maschine, die spuckt da Millionen von den Dingern aus. Also schon irre, ne? Also insofern. Tja, das hätte ins Auge gehen können. Ja. Das hätte ins Auge gehen können und ich habe da auch ein Bild für dich. Da ist er gerade beim Probieren zugange. Man sieht einen Japaner, der eine Brille aufhat mit Trichtern drauf und das ist eine Erfindung, eine auch weitere sinnlose Erfindung. Ich habe jetzt eine neue Kategorie eröffnet, nämlich der Augentropfentrichter, der in Japan erfunden wurde. Und es gibt die Japaner, die sind halt echt geil. Es gibt einen eigenen Fachbegriff dafür. Es gibt, heißt nicht Sudoku, sondern Shindogu. Okay. Shindogu bezeichnet eine Maschine. Warte, hier ist irgendwo eine Definition. Das ist der Fachbegriff für eine sonderbare Gerätschaft. Und wichtig ist, dass diese Gerätschaft keinen wirklichen praktischen Nutzen hat. Und in diesem Artikel ging es darum, dass in den 90er Jahren durch ein Buch diese sogenannten Shindogus beinahe berühmt geworden sind. Also das Buch ging um die Welt, weil es hat diese völlig sinnlosen Erfindungen von japanischen Forschern, insbesondere einem namhaften Erforscher vorgestellt.
Und sehr geil ist auch, das ist was für den Prollo, weil der hat ja sehr viel Nachwuchs, ist die Babystrampel-Wischmaschine. So ein Babystrampler, das unten so ein Wischmopp dran hat, weil die krabbeln ja eh die ganze Zeit über den Boden. Und dann können die auch eigentlich noch den Boden da frisch gewischt, ein bisschen durchwischen. Das ist natürlich letztendlich im Leben eines Kindes immer nur so ein sehr begrenzter Zeitraum, weil die den Rest der Zeit machen sie ja wirklich einfach hauptsächlich Dreck. Ja gut, und inzwischen gibt es auch Wischroboter, aber bevor es die gab, oder hier den Lippenstift, wie soll man das bezeichnen, eine Schablone, ja, kannst du dir so um den Mund, siehst aus wie Hannibal Lecter und kannst dir dann schön irgendwie die Lippen anmalen. Also Shindogu müsst ihr euch merken, das hat mir auch gut gefallen. Geil. Hier, wenn der Ramen ist, aber das ist zu heiß, dann gibt es so Essstäbchen mit Lüfter. Das ist ja noch viel geiler. Wie großartig ist das denn? Damit werden die Nudeln, die du da auf den Stäbchen hast, gleich kalt gepustet. Aber allein solche Ideen. Also das spricht doch dafür, auch für die Cannabis-Freigabe. Einfach, dass du mal ordentlich was rauchst und dass du dann solche Sachen entwickelst. Das ist doch großartig. Ja. Ja, wobei andererseits sind die Leute dann vielleicht zu lethargisch, um es dann umzusetzen. Weiß ich, da habe ich neulich was gelesen, dass die Leute gar nicht lethargisch sind durch Cannabiskonsum. Das ist wohl ein Irrglaube. Ja, wobei jetzt in Japan gar nicht so Cannabis so, glaube ich, eine große Rolle spielt. Aber trotzdem sind die auch auf die Idee gekommen, wenn ihre Frauen High Heels anhaben und dann durch den Regen laufen, da kann man doch auch vorne so kleine Regenschirme drauf machen, dann werden die Füße nicht so nass. Also zu dem Thema, ich habe es jetzt, irgendwo da drin ist auch eine Wadenwaschmaschine und vielleicht noch, weil gerade Heuschnupfenzeit ist, auch sowas, eine Kopfbedeckung mit Klorollenhalter, dann hast du immer quasi Klopapier zur Hand. Hervorragend. Ja. Also ein ganz tolles Buch muss das gewesen sein. Hier sind noch andere Sachen, gibt's wie der auch, Butterstick. Also ihr kennt halt auch für den Steiß? Keine Ahnung, für den Steiß. Das ist direkt, kannst du direkt hinten. Ja. Ja. Sehr schön weitergedacht. So, bin. Sehr ja. Schön. Dann kannst du quasi hinten abrollen und direkt anwenden. Sowas von. Da brauchst du gar nicht groß nach rumzuppeln. Und zwischen die Beine tapest du dir noch einen Mülleimer. Ja oder gut, irgendwas. Das kann man irgendwie da. Toll. Keine Ahnung. Aber hier, guckt euch das noch gerade an. Das finde ich besonders eklig. Sieht aus wie ein Prittstift, aber ist ein Butterstift. Da kannst du dir deinen Toast mit. Okay, kannst du deinen Toast irgendwie direkt mit dem Butter beschmieren. Wohl, Prollo, das weißt du ja vielleicht besser. Also Käse aus der Tube hat sich ja in einem größeren Land auf dieser Welt durchgesetzt. Schon, ne? Ja. Das stelle ich mir übrigens auch maximal ekelhaft vor. Das ist doch widerlich. Also da kommt ja auch der bunte Ketchup her. Ja, ja. Richtig. So, apropos, also. Du hast mich mit deinem Klopapier ganz wuschig gemacht. Ich entschuldige mich mal kurz. Ihr könnt mal ganz schnell Bier auffüllen und Prollo, der zappelt da die ganze Zeit rum. Hast du irgendwelche Probleme? Nee, ich vertrage das fiese Gesöff hier nicht, was der Beef da kredenzt. Das ist ja alle. Aber ja, dann mach doch mal hier so ein, guck mal, ich habe hier Kölsch. Ganz bodenständiges, Ritschmodes Kölsch. Aber das mache ich auf, damit die Kronkorken erhalten bleiben. So ich nämlich damit nur es nicht so sehr schäumt. Der Korken zuliebe gekauft. So, einmal hier für den kranken Mann. Ja, ja. Dein Beef. So, ach, ja. Aber ich muss auch noch eins wegbringen, deswegen muss ich einfach mal hier. Ihr übernehmt jetzt mal die Sendung. Ja, sicher. Sehr gut. Ach. Wollen wir das eigentlich zu 100. Folge machen? Ich bin ja froh, dass machen? Du auf dem Klo bist. Jeder muss mal aufs Klo. Super. Also dass einfach andere Leute unsere Sendung machen. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Das wäre doch eine tolle Idee. Das ist eine unfassbar spontane Idee. Denk doch mal darüber nach. Jetzt also ich schenke jetzt hier erstmal auch ein. Per Niveau. Ja, Prollo, was machen wir jetzt? Weiß auch nicht. Sollen wir vielleicht auch irgendwie aufs Klo gehen? Aber dann, nee, das paar, nee, ich lege mich ein paar schwierig. Minuten hin, ja, und dann machen wir gleich frisch weiter. Ja, sehr gut, genau. Ja. Oh, kleine Schaumkrone. Ja, das ist tatsächlich, jetzt, also zu zweit, ich weiß gar nicht, wie Leute das machen. Sich zu zweit unterhalten, frag doch mal deine Frau. Ja, achso, ja, stimmt. War doch was. Nee, aber so als in der Podcast-Welt gibt es ja doch so diverse Podcast-Duos. Ja. Da muss man ja echt schon
muss bei der Sache bleiben. Da muss man noch mehr auf der Pfanne haben. Ja, das ist irgendwie schwierig, ja gut. Aber ja, wir kriegen das ja irgendwie hin, ne? Das insofern, ja. Wir können ja dann sich. Also ich fand halt wirklich, also ich finde solche Sachen ja eben solche Alltagsgeschichten. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht rausgekriegt, wer den Hammer erfunden hat. Also ob es da irgendwie einen Erfinder gibt oder eine Erfinderin, ist egal, aber auf jeden Fall. Oder ob das dann sich irgendwann irgendwie entwickelt hat und irgendeiner hat einen Knüppel und einen Stein und denkt, na gut, ich mach mal den Stein an den Knüppel und oder was auch immer. Und aus dem Stein, weil der dann doch immer wieder gesplittert ist, habe ich gesagt, jetzt müsste ich mal irgendwie was mit noch mal härter und was so die Form nicht verliert. Und ja, da ist er wieder. Und das wäre jetzt nochmal eine Idee. Und, ja, oder auch den Dampfhammer oder überhaupt so ganz viele. Ja, also diese ganzen Eisenwaren. Ja, oder klassisch. Ich meine, eine der bekanntesten Geschichten, was jetzt so irgendwie mit Idee und was so überall ist, ist hier so Dübel, ne? Also ich würde mal sagen, hier so, das hat ja der, glaube ich, der Herr Fischer hat das seinerzeit erfunden und das ist ein Markenname. Das ist genau sowas. Welche Qualität. Genau. Und das ist halt tatsächlich, also sowas ist ja schon, ja, es ist heute selbstverständlich, aber letzten Endes muss erstmal irgendeiner auf die Idee kommen. Ja. Und das ist auch noch nicht so ultra ewig. Also der Fischerdübel, 100 Jahre? Vielleicht. Also, habe ich jetzt tatsächlich im Vorfeld gar nichts recherchiert. Was haben die Leute denn eigentlich? Ich meine, eine Kernfrage ist ja, was haben die Leute denn vorher gemacht? Ja, also vor der Plastikflasche war die Glasflasche. Okay, musst ein bisschen mehr schleppen. Was war denn vor der Glasflasche? Und was haben die Leute sich in die Wand gesteckt, bevor es den Dübel gab? Ja, irgendwie. Na gut, da haben wahrscheinlich auch viel mit Spachtel. Naja, es waren früher auch viel Holzwände, also oder Gefache, also sprich, und da hast du einen Nagel reinhauen können. Ne? Der Hammer war vorher erfunden, das ging dann irgendwie. Und dann hast du halt nicht in genau genommen muss ja muss ja eine Bohrmaschine erfunden worden sein, um einen Dübel überhaupt zu brauchen. Also weiß nicht, ob der Herr Fischer erst den Dübel und dann die Bohrmaschine. Nein, die gab es vorher. Also Herr Fischer, ich bin gerade bei Wikipedia irgendwie. Also er ist mit circa 2252 Patenten und wieso echt circa 2252 ist eine relativ genaue Zahl, oder? Ja. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Aber egal. Details. Patenten und Gebrauchsmustern zählt Fischer zu den produktivsten Erfindern der Welt. Arthur Fischer hieß der gute Mann. 1919 geboren und 2016 gestorben. Also nicht so lange. Und 1948 brachte er den S-Dübel auf den Markt. 1965 Fischertechnik. Ach stimmt, das ist auch ach, das gibt es gar nicht mehr, oder? Das ist auch von dem. Ja, Fischertechnik war geil. Habe ich tatsächlich auch gehabt. Mhm. Genau, siehst du? Ja, also das ist ja dann auch irgendwie, finde ich ja ganz spannend. Also, ja, wenn man einmal einen Lauf hat. Siehst du, die setzen ihn zum Beispiel, was Erfindungen und Patente und so weiter angeht, setzen sie in eine Reihe mit Thomas Alva Edison. Der das allen war, bekannt ist von der Glühbirne. Der Glühbirnenmann. Genau. Mhm. Und von daher, da gab es ja auch noch, sein großer Konkurrent war, wie hieß der? Nikola Tesla, ne? Das war aber nicht der mit den Autos. Nee, das war der mit dem Wechselstrom. Und der Edison wollte ja den Gleichstrom durchsetzen. Genau. Und dann, das können wir auch mal irgendwie thematisieren, die Stromkämpfe von New York oder so. Aber ja, manchmal setzt sich ja auch, ich sag mal, der schwächere Konkurrent durch, weil das Marketing besser läuft, ja. Also Klassiker ist, glaube ich, VHS. Da gab es ja irgendwie, da seinerzeit noch, wie hieß das, Video 2000. Und Beta. Und, genau, und letztendlich, also von rein von der Bildqualität, schnitt VHS ja gar nicht so gut ab. Ja. Aber wahrscheinlich die richtigen Filmstudios geschmiert oder sowas, die dann einfach gesagt haben, wir setzen auf VHS. Ist ja eigentlich immer alles völlig legal. Ja, gut. So ist das nun mal. Genau. Ja, aber jetzt, Ben ist auch wieder da, ist alles los geworden. Ich bin alles so, vielen Dank, dass ihr auf mich gewartet habt. Ich habe so den ganzen Tag Kopfschmerzen gehabt und auch sehr viel Tee und Wasser getrunken. Und das hat sich jetzt leider einfach seinen Weg suchen wollen. Und so gut kennen wir uns ja jetzt auch in 5 Jahren voll in die Presse und nicht, dass wir einfach unterm Tisch laufen lassen. Nee. Und abgesehen davon ist nicht mein Keller. Nee, das macht man, habe ich mal gehört, tatsächlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich war noch nie auf einer Prunksitzung, aber irgendjemand hat mir das mal erzählt oder auch beim Oktoberfest, weil man da so schlecht Plätze kriegt, dass es da angeblich manche Leute gibt, damit die nicht aufstehen müssen, dass sie dann unter der Biergarnitur einfach irgendwie laufen lassen.
ging so rum, das hat mich damals auch eher abgeschreckt, überhaupt mal jemals so einer falsch. Ich war auch noch nie auf dem Oktoberfest, by the way. Aber ja, da war ich zwar schon mal und ich war auch schon mal in einem Bierzelt, aber es wäre jetzt schon mal nasse Schuhe gehabt. Nee, ich bin da jetzt auch nicht auf den Knien rumgekrochen, muss ich gestehen. Also insofern gibt es da vielleicht, gibt's vielleicht bei den Bierzelten auch Qualitätsunterschiede? Möglicherweise. Also ich war jetzt auch nicht, ich habe jetzt keine Vollerhebung gemacht, also dass ich da in allen Bierzelten unterwegs war. Ich wollte jetzt das Thema auch gar nicht auf sowas Ekelhaftes lenken. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, irgendwie. Naja, gut. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Hat jemand irgendwas nicht Fäkaliges? Ja, natürlich. Aber ich glaube, der Prollo, ja? dem geht es ja schon wieder besser. Ich zeige euch jetzt mal Erfindung praktisch. Ja, ich bin großer Fan des Technikmuseums in Sinsheim. Das ist, glaube ich, in Speyer ist auch eins. Ich meine, das die gehören noch zusammen. Ja, genau. Und da steht auch ein Zeug rum, also unfassbar. Und da habe ich doch gleich mich mal erkundigt, was es denn so an besonderen Erfindungen gab. Und da wollte ich euch das Einradmotorrad vorstellen, weil es eigentlich auf der Hand liegt. Aber tatsächlich, ich zeige euch nach der Sendung, in den Shownotes findet sich natürlich auch so ein kleines Video. Wieder jemand in einem, man muss sich das so vorstellen, letztendlich ein mannshohes Rad. Und das Motorrad-Innenleben ist quasi da drin. Das heißt, letztendlich fährt der im Inneren seines eigenen Rades und rollt halt so ein bisschen unbeholfen durch die Gegend. Und es ist eigentlich genauso wackelig im Video, wie man sich es gedanklich vorstellt. Hat sich 1910 nicht durchsetzen können. Vor allem, weil das Ding halt, wie man auch im Video sieht, ganz schlecht bremsen kann. Weil du bremst halt das Rad und eierst halt erstmal nach vorne und nach hinten und musst dich dann so ein bisschen einpendeln. Und der gute Mann hat auch tatsächlich mehr oder weniger mit seinen Schuhen gelenkt und schlitterte da so ein bisschen durch die Gegend. Also wer diese ganz alten Fahrräder mit diesem Riesenrad und dem kleinen hinten dran schon witzig fand, der wird sich dafür definitiv begeistern können. So ein bisschen wie motorisiertes Röhrenradfahren irgendwie. Ja, also genau. Das ist doch irgendwie. Ja, das ist eine super Beschreibung. Ein motorisiertes Röhrenrad. Nur, dass das Röhrenrad ja wenigstens so zwei Räder hat, das ist ja im Grunde so eine aufgerollte Leiter. Ach, das ist tatsächlich nur ein Ja, das ist ein dicker Reifen einfach. Okay. Deswegen ja auch Motorrad, sonst wäre es ja ein Doppelrad-Motorrad. Und also Zwillingsreifen-Motorrad. So, wie dem auch sei, ja, das Teil ist tatsächlich funktionsfähig und steht da im Museum. Geil. Wie wird das in der Mitte gehalten? Also ich meine, der muss ja einigermaßen ja, der so eine Art Schiene durch sein Gewicht rutscht er halt immer in die Mitte. Aber auf einer Schiene? Oh, oder ja, genau, auf einer Schiene. Der fährt halt in seinem eigenen Rad rum. South Park-Fans, ich weiß nicht, in South Park, da gibt es irgendwie auch so ein, da erfindet der irgendwie so ein, das packe ich in die Shownotes, da will ich gar nicht drüber reden, das ist echt ekelig. Okay. Auch so eine weiß ich nicht, Rollmaschine. Aber sei es drum. Ja, da, also es gibt tatsächlich illustre Erfindungen, gerade technischer Art. Und wenn gleich noch Zeit ist, erzähle ich euch noch gleich was über eine KI-Romanze. Das wird dann der Quickie stellvertretend. Ja, also du hast mir schon wieder eine tolle, lustige, was hast du gesagt, lustige Erfindung gibt es. Ich habe noch einen Artikel, das ist immer noch nicht der, den ich angeteasert habe, weil ich den irgendwie jetzt im Nachhinein betrachtet den unlustigsten von allen finde. Aber der hier ist auch eher wieder skurril, genau mein Ding. Der heißt nämlich bekloppte Erfindungen. Diese fünf Ideen wurden tatsächlich patentiert. Und ich habe mich gerade schon kaputt gelacht, als ich das gelesen habe. Es ist wirklich nur ganz kurz. Eine Erfindung, die patentiert wurde im Jahr 2001, ist der Beerbrella Beef. Was könnte denn der Beerbrella sein? Nicht Beefbrella, aber das wäre auch eine gute Idee. Also irgendwie wahrscheinlich Bier und Umbrella, würde ich mal sagen, hängen da irgendwie zusammen. Genau. Ja, da hat sich ein Typ gedacht, ist ja doof, dass mein Bier im Sommer immer kalt wird, warm wird, wenn es so vorher so schön kalt war, und hat einen Sonnenschirm für ein Bier erfunden. Also Eiscafés, italienische hatten das auch schon, diese kleinen Schirmchen, ja. So ungefähr, hier sind leider keine Fotos drin, stelle ich mir das auch vor, da pfropfst du halt so auf den Kronkorken noch so einen kleinen Schirm drauf. Und wie trinkt das? Ja, das musst du dann wahrscheinlich abnehmen zum Trinken. Also, vielleicht gibt es auch noch den Biertrichter, dann kannst du das noch einmal umdrehen und saufen. Oder dir ins Auge kippen, ja. Mit der japanischen Erfindung dafür die Augen tropfen. Den Bierhelm gibt es ja schon. Genau, den gibt es schon. Der verkauft sich wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und dieses
Bierschirmchen da in Anführungsstrichen, das ist auch eine patentierte Erfindung. Also wie kann denn sowas durchgehen? Weil wie du sagst, also das gibt es ja gefühlt seit Jahr und Tag, seit es Eiskaffee oder sonst was gibt. Oder irgendwelche Dinge, gibt es ja diese komischen Schirmchen da auf ja. irgendwelchen... Behauptet hier das top informierte Innovationsmagazin Future Zone. Die sagen, Mason McMullen, Robert Bell und Mark See haben sich das 2001 patentieren lassen. Also auch drei Leute für die Idee gebraucht. Drei Leute, ja. Waren wahrscheinlich auch total nüchtern, als sie das... Wir sind auch zu dritt, Hütchen, ne? Merkt genau, ihr das? Wie machen sie das mit Büchsen? Büchsen? Haben sie für Büchsen was? Wenn das auf den Kronkorken oben ist, ist das auch schwierig. Ja. Ja. Der Frank M. Figone hat 1987 ein Patent für einen Soundmuffler bekommen. Das ist ein Dick, das ist mehr so ein Schaumstoffteil, was du dir vor die Sabbel hängen kannst und dann dämpft das dein Brüllen in Flüstern. Hm. Also andere nennen es wahrscheinlich Socke. So haben eine Socke im Mund. So in Mafia-Filmen haben die immer Socken im Mund, aber der... Und Beton an den Füßen. Ja, der soll das... das hier finde ich besonders geil. Das ist aus der Zeit, wo es noch nicht so viele Smartphones gab. Nokia hat 2012, also heute kennt man das, die Apple Watch, die hast du da am Handgelenk, dann kannst du auch WhatsApp-Nachrichten oder andere Smartwatches kannst das empfangen. Nokia hat damals ein Patent angemeldet, dass du bei einer neuen Nachricht oder einem Anruf auch einen Vibrationsalarm kriegst, allerdings unter der Haut. Da solltest du dir so den Vibrationsalarm unter die Haut packen. Super Idee. Ja, ist jetzt nicht wirklich groß rausgekommen. Auch das nächste Ding nicht, das Spielzeugtelefon, was gleichzeitig ein Inhalator ist, haben sie auch patentieren lassen. Du kannst deinen Kindern quasi mit diesem Spielzeugtelefon gleichzeitig so ein Inhalationsgas verabreichen. Meine Güte. Also ich hoffe mal, dass gemeint ist, so normale Bronchialgeschichten. Man kennt es ja, aber zur Sedierung. Hier steht nur Inhalationsgas aus dem Telefon. Das klingt auch so, Schatz, geh doch noch mal kurz mit deinem Telefon spielen. Mami und Papi wollen noch einen Film gucken. Dann so pennt das Kind so weg. Papi ist heute mit der Straßenbahn schneller gekommen. Ja, die wollen noch mal. Den Bär im Zirkus tanzen. Ja, da kann man auch nur hoffen, dass das Kind den Hörer auch richtig rumhält, weil sonst bläst ihm das Zeug ins Ohr. Dann wirkt es nicht so richtig, vermute ich. Ja. Ja, letzte Geschichte ist fast schon ein bisschen traurig. 1993 hat Albert Cohen etwas erfunden, wo die jetzt daraus schließen, dass er nicht besonders viele Freunde hatte. Aber ich finde die Erfindung ziemlich geil. Der hat eine High-Five-Maschine erfunden. Also der hatte offensichtlich keine Buddies, mit denen er High-Five macht. Hat er sich eine Maschine, die er immer abklatschen kann, erfunden. Yo, give me five. Ja, finde ich gut. Hat er für ein Patent gekriegt und die Idee hatte er in einer Sportsbar. Da saß er offensichtlich alleine. Genau. Weil er hat auch irgendwelche abseitigen Sportarten geguckt. Aber geil, was es nicht alles gibt. Vielleicht war es auch erst für was anderes gedacht, die zusätzliche Hand, aber wir wissen es nicht. Ja. Also, dass seit der Sommer erkältet ist, ist das Niveau ja einfach im Keller. Wieso? Ja. Abklatschhand. Ja, wieso das denn? Das ist auch so eine total seriöse Sache. Ja, absolut. Ja, diese Implikation. So. Ich habe doch gar nichts weiter gesagt. Also ich habe ja nur, was ist die Frage, willst was du daraus machst? Willst du unterstellen, dass das in meinem Kopf passiert? Ja, möglicherweise. Aber immerhin, eine gute Nachricht ist, es passiert was im Kopf. Das ist doch schon mal super. Das also ich meine, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Das stimmt. Also von daher, alles fein. Ja. So. Ja, ich habe noch was Seriöses. Das bringt es jetzt irgendwie gar nicht nach der Abklatschmaschine und dem sonstigen, soll ich sagen. Ja, wurde ja gerade schon das Niveau, das Sinkende wurde ja schon angeprangert vom Prollo. Also kriegst du jetzt auch ein bisschen wieder Süddeutsche Zeitung? Presseportal und das ist irgendwie... Das ist doch dieses Polizeimeldungs- und... Nee, Microsoft Schweiz. Also insofern... Okay. Dienstplanung im Krankenhaus ist jetzt tatsächlich besser dank KI. Also die haben jetzt keine Lieder gemacht und keine Musik,
sondern tatsächlich macht die KI da jetzt den Dienstplan. Und seitdem fluppt es deutlich besser. Da ist man auch mal lieber krank dann irgendwie und hat halt einfach, kriegen die tatsächlich durch die jetzt neue Personalplanung und kriegen sie tatsächlich die Pflegekräfte sinnvoller eingesetzt durch die KI-Unterstützung. Das ist wohl auch neu. Also diese Software ist tatsächlich auch entwickelt worden. Das ist dann auch da getestet worden und probiert worden und auch viel rumprobiert worden. Das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Das ist auch sehr neu, das ist vom 22. April. Das heißt, die KI guckt allerdings sich dann an, was die Leute so für Beschwerden haben und wie oft die dann betüttelt werden müssen. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, die gucken halt schon, wer wo wie eingesetzt wird und das hängt dann so ein bisschen am Bedarf auch. Also wo mehr Pflege nötig ist und wo weniger Pflege nötig ist oder wo eine spezielle Pflege nötig ist und da wird das Personal dann entsprechend auch so ein bisschen, also dahingehend optimiert. Das ist ja, Dienstplanung ist tatsächlich ein zähes Ringen, weil da muss natürlich auch einerseits natürlich die Bedürfnisse und so weiter und so fort, aber andererseits natürlich auch betriebliche Vorgaben und Pausenzeiten müssen beachtet werden und Wochenendzeiten und was auch immer alles und wer auch immer wann zu welcher Nachtschicht und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich komplex. Und der Witz ist, dass das ja oft dann auch von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor Ort gemacht wird. Und die sind ja dadurch auch wieder frei. Das heißt, die können eigentlich die eigentliche Pflege wieder machen. Also die Idee ist dahinter, und das fand ich ganz spannend, weil das wird ja schon hier und da überall bemäkelt in vielen Bereichen, unter anderem auch im Gesundheitswesen, dass die Ärzte und Ärztinnen, die Pflegekräfte und so weiter und so fort, ja oft mit solchen Schreibarbeiten und solchen Planungssachen beschäftigt sind, statt in dem eigentlichen Bereich ihrer Arbeit, der Pflege oder der Medizin, zu arbeiten. Und das ist eigentlich verschwendete Ressourcen. Und da finde ich es ganz praktisch, wenn man da eine Automatisierung hinkriegt, dass die Leute dann auch wieder einfach mehr Zeit haben für den eigentlichen Teil ihres oder den wesentlichen Teil ihres Jobs und nicht irgendwelche Dinge. Aber das finde ich ganz spannend. Ja, ich hätte auch gern sowas, wenn ich im Büro sitze und so ein Ding, was mir diese ganzen ätzenden Excel-Listen ausfüllt und ich sage die ganze Zeit, ich komme gar nicht dazu, die eigentliche Aufgabe zu erledigen, weil ich so viel Abseitiges oder, keine Ahnung, Controlling-Scheiß da machen muss. Und wenn man für sowas so ein Helferlein hätte, wäre doch geil. Genau, das finde ich tatsächlich ganz spannend. Also, dass man da so immer sich wiederholende Aufgaben und Routineaufgaben, die im Prinzip nur aufgrund mehr oder weniger viel Regeln und Regelwerk bestehen, dann einfach so abgeben kann. Und das kann ja eine KI dann offensichtlich besser. Also ja, ich glaube, also ich werde mal damit anfangen. Prolo, ja, mach das einfach. Wenn ich zurück ins Büro komme, dann gebe ich die nächsten Excel-Liste einfach als KI-Song ab. Ja. Vor in die Presse. Die Excel-Liste wird gesungen. Das war eine neue Idee. Die gesungene Excel-Liste. Vielleicht kriegst du da mal. Habt ihr euren Scheiß, da habt ihr jetzt davon. Vielleicht ist dann auch, wie soll ich sagen, ist dann eine Excel-Liste auch eine Spur weniger dröge in der Wahrnehmung. Am Erlangungshorizont geht die Sonne auf. Ja, genau. So. Ja. Who knows? Das ist der Durchbruch. Ja, also wie gesagt, also KI ist jetzt nicht nur für Top-Pop-Hits bekannt, sondern tatsächlich auch hier vielleicht tatsächlich in einer mehr oder weniger sinnvollen Anwendung. KI, also heute ist ja fast keine elektronische Anwendung mehr unterwegs, die nicht irgendwie behauptet, sie ist KI unterstützt. Ja, also das ist so. Das ist auch so ein bisschen, also wenn jetzt dann auch nur einer eins und eins zusammenzählt, ist auch schon KI, ne? Also muss man auch schon ein bisschen vorsichtig muss man schon sein, aber. Also das ist halt, an welcher Intelligenz misst sich die KI? Ja, wenn du natürlich dich mal so umsiehst, manchmal ist man ja schon froh, wenn die Schnürsenkel richtig gebunden sind. Ja. Wenn sie gebunden sind. Ja. Ja, lieber Klettverschluss. Dass der Arm nicht so weit oben streckt. Wenn er gerade High Five geben muss an der Maschine, gut, ja, das, ne, dann Ausnahme. Ist schwierig. Ausnahme. Da kannst du keine Schuhe binden. Ja. Ich sag's euch. Naja, so, das war's aber auch schon. Also da kommt jetzt auch keine dramatische Pointe oder sonst noch irgendwelche Sachen. Okay, pass auf. Dann löse ich jetzt noch meinen Teaser auf. Mhm. Wir haben die Stunde schon überschritten, den Alarm lasse ich heute weg, weil wenn der Sommer die Folge dann die Tage hört, dann fängt er an, nervös zu werden und will irgendwie ein Quickie loslassen. Und das können wir eben nicht antun. Also aus Respekt vor unserem Herrn Sommer, der heute krankheitsbedingt fehlt, verzichten wir auf den Quickie, beziehungsweise auf den Quickie-Alarm. Den Quickie kommt vom Prollo. Und ich mache noch ganz kurz hier die Geschichte, die mir als erstes eingefallen ist, als ich dachte, ja, Innovation, dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und gesagt, so, ja, du Klassiker ist ja eigentlich immer, der Film macht das vor, was dann in der Realität kommt. Und da gibt es ganz viele Artikel,
zu. Ich habe jetzt einen aus TV-Spielfilmen. Oh. Die kennen sich aus mit Filmen. Sollte man meinen. Und was ganz interessant ist, dass zumindest bei der ersten Geschichte gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang, der hier wohl auch geschichtlich überliefert ist, das Mobiltelefon. Denn du hast eben so schön gefragt, wann die Kontaktlinse erfunden wurde. Wisst ihr, wann das Mobiltelefon erfunden wurde? Zumindest im Prototypen. Was schätzt ihr da? 64. Oh. Wir reden jetzt nicht von zwei Dosen und eine Schnur dazwischen. Nee, also ein kabelloses Telefon. Hm. Kabellos. Also jetzt nicht Funkfunk Johnny, aber... Ich habe keine Ahnung, auch 30er Jahre? Nee, 1973. Da hat er den Prototypen Motorola Dyna TRC. Der Typ, der da heißt Cooper. Den Vornamen, den spoilern wir später. Und der Herr Cooper, der hat sich tatsächlich an einer Folge aus den 60ern, Martin Cooper, der gilt als der Erfinder des Mobiltelefons, der hat sich an einer Folge aus Raumschiff Enterprise orientiert. Auch beim, was das Design, so ein Klapp-Handy. Das hat er nachgemacht und gesagt, das mache ich jetzt mal in echt. Und das ist halt so der Kerngedanke auch, weshalb ich das mal gegoogelt habe, weil das ganz oft so ist, dass in Filmen irgendwas gezeigt wird und dann irgendwie man ja denkt, das ist ja wirklich teilweise krass Science-Fiction zu dem Zeitpunkt. Wir sind inzwischen so alt, dass wir das schon erlebt haben, dass es irgendwie Dinge gibt, zum Beispiel Thema Innovation, der CD-Brenner, das war für mich als Jugendlicher ein Quantensprung. Ich habe mir immer, die CD kam so raus, da war ich so 12, glaube ich, 12, 13, war aber sehr teuer und ich habe dann noch immer Kassetten, CDs auf Kassetten überspielt und mir dann gedacht so, das wäre geil, wenn man das 1:1 übertragen könnte, aber sowas geht nicht. Ich habe damals so voll kleinhirnmäßig, so kleinkariert gedacht, das geht nicht, da brauche ich ja ein ganzes Presswerk da irgendwie. Und dann hat irgendeiner einen Laserbrenner erfunden und das war, ich bin, also Beef, wir beide haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, was das anbelangt. Alter Schwede, habe ich kopiert. Ja. Das war aber auch ein sehr begrenztes Zeitfenster der Geschichte. Aber das war so geil. Du hast das Gefühl gehabt, du hast das 1:1, die Originalqualität da mehr oder minder drauf. Und was ich fast noch mehr geliebt habe, ich fand das ja geil, aber dass die Brennsoftware Nero hieß. Also über solche Dinge kann ich wirklich lachen. Nero Burning. Und, Rob Burning war dann auch. Nero Rob Burning. Ja, da war auf jeden Fall passables Denglisch und Innovationsgeist und das Spiel. Und das, über sowas kann ich wirklich lachen. Das ist jetzt zwar wahrscheinlich irgendwie Nerd-Stuff und sowas, aber großartig. Ja. Und fand ich ganz auch selbe Thema. Dann kam ja später dann dasselbe dann auf der Filmebene mit den DVDs, dass man plötzlich auch DVDs brennen konnte mit noch viel mehr Datenvolumen. Ja. Und heute streamst du. Also es ist dann wirklich, kannst die ganzen DVDs und CDs, die ganzen gebrannten schmeißen in die Tonne, hast du irgendwann weggeschmissen oder hängen irgendwo in Wäldern, um Rehe von der Straße abzuhalten. Aber um da zu blinken. Aber es ist schon faszinierend. Aber das war wirklich so ein Highlight meiner Jugend. Ja. Was ich noch sagen wollte, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner zurückliegenden Folge. Ich müsste jetzt lügen, welche, ist schon länger her. Mit diesem Mobiltelefon. In der Folge von, was da, Star Trek oder das oder sowas aus den 60ern. Die haben das offensichtlich auch geklaut, weil ich hatte damals auch einen Comic vorgestellt aus den 40er Jahren, wo das auch schon drin war. Stimmt, und wo die das auch schon hatten. Das war auch so ein Science-Fiction-Comic, wo das auch zeichnerisch dargestellt war, die über quasi, also die haben dann auch über Uhren dann so telefoniert und haben auch mit Bild sogar. Also das fand ich dann auch ganz cool. Ich müsste das jetzt nochmal raussuchen. Das war irgendein, wie heißt der denn? Ja. Ist egal, ich such's raus. Also, wer es findet, der kriegt einen Keks. kriegt ein Bier. Ein belgischer Zeichner, Edward P. Jacobs, glaube ich, heißt der. Jacobs heißt er, das Blake und Edward. Blake und
Mortimer. Blake and Mortimer heißt die Comicserie, genau. Und da ist das mit drin. Das ist, und die ist aus den, die ersten sind aus den 40ern und da hatten die das auch schon mit drin. Also sowas finde ich dann auch cool irgendwie. Ja, Blake and Mortimer sagt mir tatsächlich was. Aber ich sagte ja wahrscheinlich auch der Film 2001 Odyssee im Weltraum, etwas, ja, die ist gleich sozusagen stilprägend für drei Geschichten, die es heute gibt, die es zum Zeitpunkt des Films noch nicht gab. Zum einen überhaupt mal die Raumstation als solche. Das gab es zu dem Zeitpunkt des Films, 1968 gab es sie nicht, weil 1971 die erste Raumstation von den Russen, Salyut 1, in den Weltraum geschossen wurde. Dann Videotelefonie, heute, also Gott, das kannst du mit dem Mobiltelefon machen. Und dass der Computer streikt, war auch eine Innovation. Das auch und Tablets. Tablets kommen da auch her. Und letztens habe ich noch sehr geschwärmt von einem Film, den ich nach wie vor geil finde. Allerdings ausnahmsweise den zweiten Teil geiler als den ersten, Terminator. Militärdrohnen. Mhm. Also muss man dieser Tage auch viel dran denken, dass die KI ja immer mehr übernimmt. Ich habe das auch mal in irgendeiner Folge gesagt, dass zur Rettung der Erde die KI auch auf die Idee kommen könnte, die Menschen einfach platt zu machen, weil die sind das größte Risiko für diese Erde. Und natürlich in Terminator kamen Militärdrohnen vor und inzwischen gibt es sie leider immer mehr und werden auch teilweise beim US-Militär schon eingesetzt. Also es ist ganz gruselig, da gibt es so ein paar Forscher. Es gibt eine, die heißt MQ-1 Predator. Die gibt es schon seit 2001. Also das ist eine Geschichte, die schon lange, an der schon lange geforscht wird und die auch richtig gut sind. Vielleicht nochmal an den Beef. Digitale Werbetafeln. In welchem Film angeblich ist das zum ersten Mal gezeigt worden? Also gibt es ja heute auch in jedem Fußballstadion, ist das, überall. Ist das Metropolis damals von Fritz Lang? Also laut dem Fachmagazin TV Spielfilm nicht, aber Blade Runner. Ah, okay. In Blade Runner gab es sowas Großes. Also bei Metropolis haben die halt auch so eine futuristische Stadt halt abgebildet, ne? Und da hatten die halt auch, ich meine auch, da haben die auch so in Anführungszeichen, also Pappmaché. Naja, klar, aber da haben halt im Prinzip bei Blade Runner auch viel Pappmaché noch, aber auch noch wenig Computertechnik. Aber ich glaube, da hatten die halt auch so, also ähnlich wie sie es dann später beim fünften Element und so dann nochmal auf die Spitze getrieben haben, so das in die dritte Ebene. Also sie haben halt auch Züge durch die Luft fahren und fliegen und was auch immer lassen. Und da müsste ich jetzt lügen, aber klar, Blade Runner ist natürlich... Ja gut, aber der Film ist allein, weil er so, der ist in den 40ern irgendwann, glaube ich. Metropolis, ne? In 20ern. In 20ern. Okay, ja, ja, ich hatte das ist ein Stummfilm. Ja, das ist ja halt absolute... Unfassbar. Also absolut krass, was ist damals schon so an Ideen war. Aber Blade Runner, ja, okay, das... Was ich nicht wusste, also ich kenne den Film, aber weiß nicht, du wahrscheinlich auch, Des Teufels Saat. Des Teufels Saat ist so ein Horrorfilm von 1977. Da geht es tatsächlich schon um das Thema KI und Smart Home. Da übernimmt die künstliche Intelligenz, das künstlich intelligente Haus verliebt sich irgendwie in seine, also in die Frau, die da drin wohnt, und macht der dann das Leben zur Hölle. Und Smart Home ist natürlich heute, hat ja jeder, also der was auf sich hält. Ja gut, aber das hast du ja in 2001 letzten Endes auch schon. Ja. Also dass dann der Hell quasi ja schon auch das Regiment übernimmt und Entscheidungen trifft und letzten Endes auch. Das ist ja dieser Home-Hub eigentlich schon sowas. Genau, genau. Jetzt irgendwie sinnlose Fakten. Also wisst ihr denn, warum der Computer Hell heißt? Das ist doch im Alphabet so eins weiter. Als IBM. Ja. Genau. Also tatsächlich fand ich ganz witzig irgendwie. Also das ist immer ein Buchstabe vor dem, also H ist ein Buchstabe vor I, ein A ist ein Buchstabe vor B und das wusste ich nicht, aber das finde ich sehr geil. Ja. 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 Das ist durchaus auch gewollt. Also das und genau, also der übernimmt ja letzten Endes in dem Film dann auch Entscheidungen und die auch dann von den Menschen oder den wenigen Menschen, die dann noch nicht quasi geändert werden können, in Anführungsstrichen. Ja, ja, genau. Also so eine Art Smart Home. Ja, letztendlich. Ich spring nochmal zu dem letzten. Das ist nämlich auch eigentlich, also das ist ein anderer Artikel, aber ist in dem Film Her von 2013, da gab es auch schon so Intelligent OS, also so damals in dem Film hieß das Samantha. Ein intelligentes Betriebssystem und natürlich Siri, Alexa und wie sie alle heißen, sowas gibt es heute natürlich
alles schon. Smartwatches sind in Filmen aufgetreten. Keine Zeit zu sterben. Allerdings, das wundert mich, weil der Film ist erst von 2021. Das halte ich für nicht besonders innovativ. Ich würde fast wetten, 2021 gab es auch schon Smartwatches. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Also der Typ aus Knight Rider hat ja auch bereits mit seinem Auto geredet, ja, mit, genau, der Smartwatch. Das will ich nochmal, ja, hier richtig, fürs Protokoll. Genau, du, ja, hast vollkommen recht. Das war ja ich im Endeffekt die, ich habe die Smartwatch. Serie tatsächlich vor einer Weile nochmal gesehen. Mir ist dabei aufgefallen, dass eigentlich die Hälfte der Serie sowieso daraus aus irgendwelchen Autoteilen besteht, die in die Kamera gezeigt werden. Und zwar auch immer mit demselben Clip. Ja, jedes Mal, wenn dieses Auto beschleunigt, siehst du das Gaspedal, wie es mit so schönen grünen Lämpchen da aufleuchtet. Und immer, wenn die Karre redet, hier dieses rote Display. Was, ja, das ist immer nur so hin und her wandert. So. Ja, ja, das vorne, genau, vorne. Aber der Soundtrack, ja, war... Genau, also letztendlich wirklich ikonisch. Das mit diesen roten, ja, Lichtern, das mit dem Hin und Her, das, mhm, fällt mir jetzt ein. Das war auch bei Kampfstein Galactica, mhm, mit den Zylonen. Die hatten nämlich auch statt Augen, hatten die so rot. Ja. Aber das waren ja so Helme einfach. Ja, 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 das ist aber auch ziemlicher Müll. Ich, also, finde, das Auto würde eine gute Neuauflage machen. Knight Rider? Gibt es, ja, bestimmt schon. Eine, also gibt es mit Sicherheit eine, ja, zweite Auflage. Das, das Original war ja damals mit David Hasselhoff, ne? Ja, also, ja, damals. Irgendwie. So, ja, gefühlt 80er auch, oder würde, ja, ich sagen. Also, ich habe, ja, die Serie nie verfolgt. Also ich fand, da, ja, ich habe die auch lange nicht verfolgt. Die Folgen waren im Grunde alle dasselbe. Ja, also das, der Typ, ja, muss halt irgendwen bekämpfen und fährt im Wesentlichen mit seinem Auto rum. Das ist letztendlich wie das Auto war ja immer in so einem, ja, Hightech-Truck. Genau. Mhm. Und dann, wenn das, ja, richtig Action war, dann fuhr das Auto aus dem fahrenden, ja, ja, Truck raus. Das ist eigentlich ganz witzig, dass die mit diesem, ja, die 40-Tonner eigentlich immer schon da waren, wenn der Typ mit dem Auto ankam. Also ist wahrscheinlich wie so eine, wer Hummel. Denn, immer. Wer ist denn den 40-Tonner gefahren? War das der ältere Kumpel, nee, von ihm? Der Fahrer ist tatsächlich anonym geblieben, aber hinten, ah, drin war immer die... Weil der hatte ja, nur noch so einen Sidekick. Devin Miles war halt dieser ältere Typ. Das war der Ernest Borgnine, der Schauspieler, genau. Die Frau, wie hieß er auch noch? Die hatte auf jeden Fall eine 80er-Jahre... Frisur. Ja, schöne Dauerwelle. Weiß ich nicht mehr, wie die hieß, aber letztendlich, genau. Und dann fuhr der halt mit der Karre rum. Die war auch praktischerweise mehr oder weniger unzerstörbar und konnte auch springen. Ja, also letztendlich hätte es auch ein Pferd getan. Also die Frau oder das Auto? Das Auto. Ach so. Das Auto, der fährt, ja, mit. Das ist, weiß ich nicht, ob das kulturwissenschaftlich so der Ritter auf dem Pferd irgendwie, auf das schon aufgearbeitet wurde. Quasi elektrisches Pferd, ne? Das ist ja, das Auto kam halt auch, wenn man es rief, ja, wie so ein Gaul. Ja, also der Titel war ja Knight Rider, ja, also ein Mann, ein Auto. Ja. A Knight im Sinne von Ritter, ne? Also, ja, das war ja K-N-I-G-H-T geschrieben. Deswegen, apropos Auto, das ist der Abschluss hier meines Beitrags. In iRobot 2004 gab es einen selbstfahrenden, sehr stylischen Audi. Und wie wir alle wissen, ich habe es letztens tatsächlich einmal erleben dürfen, der Tesla kann auch alleine fahren. Wenn er will, ich habe es ja erzählt, der kann alles, nur nicht bei der roten Ampel halten. Da muss man doch, ja, selber bremsen. Ist ja auch für Anfänger. Ich fände ja jetzt erstmal, also als Zwischenerfindung fände ich so ein selbstreinigendes Auto, fände ich okay. Also das muss ich sagen, das ist immer so ein bisschen ätzend. Ja, oder ein sich selbst wieder aufladendes Auto. Ja, was auch immer, keine Ahnung. Ja, warum nicht? Ja, Innovationen, die im Film da waren und heute in der Realität sind. Aber das ist wirklich so ein Thema, wenn man so ein paar Jahre schon gelebt hat, dann stellt man das ja wirklich fest, dass Dinge einfach sich überholen. Also dass sie einfach die Menschheit, ich weiß nicht, ob die Filmmacher besonders visionär sind oder ob es auch so einen gewissen Ansporn gibt, bestimmte Dinge, die irgendwo in Filmen so als nützlich gezeigt wurden, einfach dann auch nachzubauen. Ja, ich könnte mir vorstellen, also ich habe das jetzt nicht da. Ich habe mal vor längerem ein Interview gelesen von einem deutschen Schriftsteller, der relativ bekannt ist. Der hat auch hier zum Beispiel dieses Jesus-Papier da und so geschrieben. Also, und der hat schon, also der ist relativ viel auch wissenschaftlich unterwegs. Und ich fand ganz spannend, wie der das so hergeleitet hat. Er sagte im Prinzip, und es gibt ja auch so eine Zukunftsforschung, also es gibt ja einfach Leute, die forschen, was in der Zukunft kommen könnte, etc. Und in dem Interview sagte er so sinngemäß, dass man im Prinzip gucken muss, einfach Dinge, die es heute gibt,
und die dann einfach weiterspinnen und einfach mal völlig frei in irgendwelche Richtungen denken und überlegen, was könnte da denn kommen. Und ja, aber es muss ja auch, eigentlich sollte man meinen, wenn man jetzt nicht Japaner ist, sollte es ja irgendwie auch tatsächlich einen Nutzen stiften, einen zusätzlichen. Oder ja, das, zumindest einen Bedarf. Ja, irgendwo. Weiß ich ja, das weiß ja manchmal erstmal gar nicht. Ne? Also siehe Penicillin oder sonst irgendwas. Also das war ja ein ganz anderer Bedarf. Oder dann wird ja gerne auch Teflon, ist ja auch so eine Abfallerfindung in Anführungsstrichen. Also die war ja was ganz, in ganz andere Richtung gedacht. Also das stand auch auf der Liste. Ja, ja, da ging es ja eher um Abschirmung dafür für Weltraumfahrzeuge, um dann diese Hitze zu absorbieren etc. Also so was total Einfaches. So was, ja, also im Prinzip haben die in diese Richtung geforscht und letzten Endes hast du es heute in jeder Pfanne oder in jeder zweiten irgendwie. Ne? Also das ist so ein Dinge, die du halt in einem Schirm hast. Und also die Weltraumforschung in die Pfanne gehauen. Ja, und das ist halt irgendwie. Aber das finde ich ganz spannend, wenn man da so mal, man kann da sicherlich strukturiert weiterdenken, dass man einfach sagt, naja, was ja, es gibt ja auch so, ich denke mal, das ist auch die Hauptaufgabe von so bestimmten Thinktanks, dass die einfach da sitzen und sagen, klar, wir denken jetzt mal völlig out of the box. So, das ist ja auch eine Fähigkeit, dass einfach, wenn man, so genauso wie ich habe damals nicht out of the box gedacht, ich habe gedacht, eine CD zu Hause zu brennen, zu kopieren, das geht nicht, das habe ich mir nicht vorstellen können. Und dass man einfach sagt, so, okay, Moment, ich unterstelle jetzt einfach, das geht, und dann überlege ich mir, wie das gehen könnte, was man dafür bräuchte, man halt, also von hinten sozusagen. Genau, muss andersrum denken. Ne? Muss dann sagen, okay, musst halt im Prinzip eine beschichtete Platte finden, die du mit irgendwas beschreiben kannst. Und das, und dass es nicht ein Pressverfahren ist, sondern ein anderes Verfahren. Das ist der wesentliche Punkt. Und da musste vorher einer den Laser erfinden oder diese und das dann aber auch so gangbar machen, dass das halt auch in mit geringem Aufwand irgendwie umgestellt werden. Stell dir vor, der Typ mit den Kontaktlinsen hätte damals schon einen Laser gehabt. Da hätte er sich das mit der Brille sparen können. Da hätte sich die Augen lasern lassen können. Ja, genau, ja, okay. Ja, ich meine, Erfindungen hängen ja, das sind ja so Kaskaden, deswegen auch hier diese 10er-Liste von grundlegenden Erfindungen, die wirklich dann revolutionär waren. Also es hängt ja vieles vom anderen ab. Ja, klar. Ja. So, keine Uhr ohne Auto oder kein Auto ohne Uhr. Kein Dübel ohne Bohrer. Also das ist, das muss man schon so sagen. Ne? Ja. Also das funktioniert das eine nicht ohne das andere. Und dann hängen dann. Aber wie gesagt, also ich finde das schon, wäre ja auch nochmal ein Thema für eine künftige Folge, dass man mal eine oder mehrere Futuristen oder wie auch immer man die Leute nennt, die dann so in diese Richtung denken. Also wie die auch das strukturieren. Also das fände ich ja spannend, mal darüber nachzudenken, wie die so ein Thema angehen. Also man kann ja rumspinnen, das ist das eine. Und das andere ist dann vielleicht strukturiert irgendwie zu denken. Also ich sag mal so, also banal, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt Autos sind erfunden, die werden schneller und die werden auch bequemer und die werden auch was weiß ich und dies und jedes. Was wäre denn der nächste Schritt? Auto fährt selbst oder Auto geht in die Luft oder Auto macht sonst was. Ja, eigentlich muss das Auto ja in die Luft gehen, weil einfach diese Verkehrs, also wenn du so denkst, so, was ist das Problem heute beim Auto, stehst du ja nicht im Stau. Aber genau solche also Leute haben dem Bekloppten wahrscheinlich das Flugtaxi verkauft. Ja? So, hör mal, hier, das ist idiotensicher. Ja, super. Ich stelle mir gerade Didi Haller vor, als ich sehe dich auch gerade. Ja, hier, gucken Sie mal, jetzt können Sie vom Hauptbahnhof, können Sie in das Taxi einsteigen. Und ich sage Ihnen was, wir nennen das Fliebertüt. Das ist aber nicht Didi Haller von, das war Edi Haller von. Ja, was auch immer. Ja, was, wie gesagt, was auch immer. Ne? Und dann kann man natürlich sagen, das ist halt, kann man machen. Weil ja zwischendurch gab es ja auch mal. Also hatte ich früher als Kind in den Quartetts, das waren immer im Prinzip völlige Scheißkarten, weil diese Autos, die da drin waren, die haben überhaupt nichts gebracht. Aber die waren halt völlig schräg. Das waren diese Autos, die mit denen du auch in Wasser fahren konntest. Die mussten ja nur einen Stich haben. Ja, das war ja nichts gut bei denen. Wenn die in einer Sache, du warst dich mal gefreut, wenn du dieses verrückte Auto mit den 6 Rädern hattest, weil wenn alle Autos hatten, waren 4 und dann sagt ihr, Räder 4. Und ich so, 6. Ja, genau. Zack, hast du gestoppt. Aber die meisten dieser Autos waren einfach nur scheiße, weil die halt gar nichts Besonderes hatten, außer dass sie schwimmen konnten. Das hat aber keiner abgefragt. Und
Aber Quartettspiele waren da Frustration raus. Also Quartettspiele waren noch wirklich, also das haben wir echt viel gezockt. Ja, also, ich weiß, das waren unsere Pokémon-Karten. Weiß ich nicht. Gibt es heute noch Quartetts? Das ja, das gibt es, glaube ich, in der. Gibt es noch, ja. Ich habe das Elf-Freunde-Stadion-Quartett, macht auch Spaß. Okay. So, aber ich glaube, das gibt es tatsächlich. Ich habe das mal verschenkt, das nannte sich hier Diktatoren-Quartett. Also da hat es ja, halt das so, die so Heide-Witzke-Eigen. Ja. Tyrannen-Quartett. Tyrannen, genau. Und es gibt dann auch so Parasitenquartett. Also das dann also das wäre ja was für unseren anderen Lieblingsgast, Reinherr. Genau. Das Parasitenquartett. Egal, also Quartett führt uns jetzt zu weit. Ja. So, wir haben jetzt tatsächlich das geschafft, die Folge doch noch auf anderthalb Stunden aufzublähen. Und der Quickie vom Prollo soll aber noch kommen. Damit der Sommer nicht neidisch wird, habe ich mir für den Prollo gerade spontan eine eigene Hymne ausgedacht, und zwar diese hier. Ich weiß so gar nicht, was ich dazu sagen soll. Sehr geil. Schieß los. Ja. Ja, also mit Innovationen ist es ja manchmal so eine Sache und tatsächlich, auf das Neue muss sich die Menschheit halt auch immer insgesamt einstellen. Ja, wer kennt es nicht? Irgendwie, als dann das Radio aufkam und die Leute vor Aliens flohen, imaginär. Sei es drum. Jedenfalls, das ist jetzt auch schon eine ältere Geschichte von Mitte 22, gab es einen Software-Ingenieur bei Google, der den dortigen Chatbot-Prototypen mitentwickelte oder der da jedenfalls im Team eingesetzt war. Und der war irgendwann der Ansicht, dass der Chatbot bzw. die KI, damals ja noch neuer als heute, ein Bewusstsein und eine Seele entwickelt habe und ging dann quasi ja bis hin zum Vorstand eigentlich hausieren mit dieser Idee, schickte irgendwie auch Dokumente an einen Abgeordneten im US-Senat und verlangte quasi, dass die Dialog-KI, die also auf sinnvolle Dialoge getrimmt war, doch zukünftig mitzureden habe, ob sie an den Experimenten auch teilnehmen möchte. Und auf jeden Fall, ne, ich will mal spoilern, der Typ ist natürlich auch relativ zeitig später rausgeflogen und ja, also ja, der hat sich das seitdem, ich kenne halt den, der hat sich das seitdem zur Lebensaufgabe gemacht, gegen Google und AI und so weiter vorzugehen. Mhm. Also der ist ja recht bekannt, glaube ich. Das ist richtig. Und hier wird auch eine Linguistin von der Uni Washington zitiert, die, und das ist eigentlich der Knackpunkt, halt darauf hinweist, dass wir Maschinen erschaffen haben, die ohne Geist Wörter aneinander reihen können, aber dass wir eben nicht gelernt haben, uns keinen Geist dahinter vorzustellen. Ja, also wenn das klingt wie ein Mensch, Stichwort Turing-Test, nur umgekehrt, ja, ist es halt nicht zwangsläufig einer. Ja, und wenn du halt eine KI mit allen möglichen Dialogen fütterst, dann fangen die Leute halt an, mit dieser KI zu reden. Und dann ist es halt nur eine Frage der Zeit, bis sich dann einer in die KI verguckt. Da gibt es ja auch in Hollywood ein paar Beispiel. Ex Machina. Ja, ja. Hast du mir mal empfohlen, den Film? Ja, oder dass er irgendwie, ne, teilweise kommen die, also klassischerweise kommt so eine KI auch in ansehnlichen Frauenkörpern daher. Ja, das ist ja, irgendwie fällt ja noch in so eine Zeit, wo das. Ich finde das, Prollo, ich finde das ganz traurig. Also irgendwie spinnen wir jetzt die Geschichte weiter. Der Typ, der sich jetzt in die KI verguckt hat und da irgendwie eine Seele vermutet, da hat ihm die High-Five-Maschine einfach nicht mehr gereicht, oder was? Vielleicht hätte er so einfach so. Was ist denn da los? Der hatte doch alles, was er braucht zum glücklich sein. Ja, das war ein anderer. Vielleicht hätten die sich mal zusammentun sollen. Ja. Ja. Schade. Vielleicht, ich meine, wäre halt auch paradox, wenn er am Ende, aus welchen Gründen auch immer, recht behaben haben sollte, aber dass die KI so richtig mitdenkt, ich denke, da sind wir zwar auf in die Richtung geht's, aber ganz so weit ist es noch nicht, zumindest, ich sag mal so, für Schlagermusik definitiv schon zu gebrauchen. Also meine größte Sorge ist nicht, dass die KI irgendwie eine Seele oder irgendwas entwickelt, sondern dass die KI eben
durch das Wissen der Menschheit sich speist. Ja. Und wenn ich da so in die öffentlich verfügbaren Wissensdatenbanken schaue, dann graut es mir, weil das einfach, das sind ja echte Menschen, die die Scheiße da reinschreiben und die sind ziemlich dämlich. Ja, das Schlimme ist, dass es auch echte Menschen sind, die die Scheiße wieder rausholen müssen. Also Chat, GPT und Co. Ja. Einfach von dem offensichtlichen Stuss und auch Abgründe aller Art, also von Nazi-Geschichten bis hin zu Rassismus, erstmal das Zeug wieder rausnehmen, was da im Internet gelandet ist, um so eine KI überhaupt nutzbar zu machen. Hm. Ja, das wäre auch nochmal ein Thema. Also wie ein, wie so ein, das ist ja fast ein Verstärker. So, ne? Du hast so Bläs-Irrsinn in die Welt und die KI verstärkt es, indem sie das immer noch so als gesammeltes Wissen der Menschheit sozusagen da so ein Turbo vorschaltet und sagt, oh, die schlaue KI sagt er, da muss er ja stimmen. Ja, das ist schon ein Problem. Also ich, da gibt es ja die absurdesten Behauptungen, das sind ja dann oft auch so Verschwurbeltypen da oder Verschwörungstheoretiker oder was auch immer, die da irgendeinen unfassbaren Stuss raushauen. Aber wenn das natürlich durch sowas dann verstärkt wird und aufgenommen wird, dann ist das schon eine bittere Erkenntnis. Das wäre aber mal ein eigenes Thema. Das wäre mal ein Thema für eine eigene Sendung, würde ich mal sagen. Was jetzt genau? Schwurbel? Verschwurbeln oder das Problem, dass einfach, und das heißt jetzt, sind gar nicht nur Schwurbeltypen, sondern das sind auch, im Prinzip, ich sag jetzt mal Politiker oder wer auch immer, die aus irgendwelchen komischen Motivationen heraus, und da meine ich noch nicht mal nur AfD oder sonst irgendwelche Flachzangen da, sondern im Prinzip, dass erstmal ein Käse rausgehauen wird, der unheimlich schwer ist zu widerlegen. Oder der Aufwand, es zu widerlegen, ist unheimlich mühsam. Das ist wie früher auch von der Presse her, dass erstmal irgendwas auf der Titelseite war und die Berichtigung der Falschbehauptung, die ist erstmal in der Welt und die Berichtigung dessen, die ist dann in der Regel ja oft unspektakulär und auch eher auf Seite 3, 12, 97, was auch immer, je nach Medium. Und das ist tatsächlich eine fatale Geschichte eigentlich. Und eine KI oder diese ganzen Daten- und Informationssammler, die dann einfach bündeln und immer wieder more of the same da quasi aufpimpen, die machen ja nichts anderes. Also der Twitter-Bot ist der neue Volksempfänger sozusagen. Ja, das ist schon, ich finde das schwierig. Also das ist jetzt wirklich, das ist schon auch echt schwierig. Also das ist... Ja. Und wie gesagt, früher war es halt nur irgendein Vollidiot, der im Bierzelt rumgegrölt hat und da haben es dann halt 30 gehört und die waren auch alle besoffen und haben es nicht mehr mitgekriegt und wussten es am nächsten Tag sowieso nicht mehr. Inzwischen ist das halt alles irgendwie da. Also jetzt, das ist schon absurd. Na gut, sozusagen der Teaser. Wir befinden uns bereits in Episode 99,5. Also wahrscheinlich eher die 101 oder die 102. Ja. Wir reden uns auf jeden Fall noch in Rage. Also freuen dürfen sich die Hörenden auf jeden Fall auch auf die Folge 110. Da geht es dann um das Notruf-Thema. Sanitäter und Co. So, dann sind wir jetzt wirklich raus. Und bis dann in 2 Wochen zur sage und schreibe 100. Folge voll in die Presse. Hashtag 100.